checks out. Wir hören uns selbst, warte. Ich vergesse die erweiterten Audio. Und so. Hi. Hey, okay. Hey, Jay. B. Small Jay. Ich hole Hugo. Hey, Chat. Willkommen zum Stream. Ist wieder L bei mir. Freundin von Jan? Hallo. Ja, und so identifizieren wir. Ich finde, dass das abends ist, aber nur meine Freundin. Das ist die Importance. Hier im Mikro. Ja, ich habe nichts zu sagen. Mach mal eine Horror-Tierlist. Mach nicht immer alles so dreckig, Alter. Ich kann nicht, das ist so schlimm. Das schaut hier auch so schlimm aus. Was ist hier schlimm? Der Bildschirm sieht einfach aus wie so von so einem pubertären Typen, der irgendwie. Was oh, hast ich mitgemacht? Weißt du, es sind keine Cum-Stains. Okay, es sind normal-ass Stains. Ich glaube, ich lache so oft während dem Spielen und dann esse ich oder trinke ich und dann anders auf dem Bildschirm. Ja, mag sein. Oder ob du so vorne im Bildschirm sitzt. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe darüber noch keine Gedanken gemacht. Das ist doch besser so. Das ist ja. Ja, wir machen heute. Okay. Jetzt hast du mich voll angesaut, also. Cheers, Chess. Mann. Cheers. Hose war frisch positive gewaschen. Vibes, Horror-Vibes. Die Hose war frisch gewaschen übrigens, gell? Ich hab meine auch schon voll gesaut. Toll. Das ja, aber deine wasch deine. Also. Hättest eine von. Hättest eine von mir nehmen sollen. Ja, ich muss meine Hose selber waschen. Mir tut es weh, wenn ich die nass bin. Ich muss meine Hose selbst in den Wäschekorb legen. Wow. Das ist so, du bist ein verzogener kleiner. Okay, ich mach dir jetzt einen Cocktail, also kann, vielleicht bedank dich einfach. Ich hab die Tierlist gemacht. Alright, guys. Zuerst einen coolen kleinen Cocktail, so wie ich letztes Mal. Ich hab die Tierlist gemacht. Dann wir schauen uns die Tierlist gleich an. Aber wir machen einen improvisierten Long Island, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Mach's einfach irgendwie schlecht. Ich weiß, dass... Der Durchtratznei, wie wir in Bayern sagen, gell? Ja. Ja. Okay. Ein bisschen von dem. Ich mache jetzt nur sehr wenig Alkohol rein, gell? Ja, ist besser so. Ist vielleicht besser. Ich gehe hier ab, gar kein Blut. Was heißt, ich gehe ab? Ich kriege den Kopf wieder von. So ein richtiges Kopf. Ist ein Tequila noch. Ja, mit dem habe ich ja nur gute Erinnerungen mit dem Tequila. Erzähl uns von der letzten Erfahrung mit Tequila, die du hattest. Darf ich das überhaupt so öffentlich sagen? Yes. Ja, also bei mir in der Uni. Da haben wir halt so ein bisschen Semesterende gefeiert. Dezent, also wir waren halt essen und schon beim Essen habe ich mir halt so zwei Cocktails reingezogen. Dazu muss ich sagen, ich vertrage halt gar nicht so. Und dann sind wir in so ein Atti halt rübergegangen und haben da halt noch ein bisschen weiter gefeiert. Und dann habe ich halt gemeint, so ja, ich saufe jetzt einfach mal 6 Tequila-Stab, weil noch dazu, obwohl ich schon 2 Cocktails hatte und so ein komische.
so ein komisches, bapp-süßes Zeug. Und ich habe halt gar nicht gemerkt, wie besoffen ich war. Und dann habe ich halt, also ich meine, okay, ich glaube, das Ende kann sich halt jeder denken. Ich habe halt dann übelst gereiert davon. Aber erst, als ich dann daheim war. Und dann musste ich am nächsten Tag, weil ich studiere nicht in meiner Heimatstadt, ich studiere woanders. Und dann musste ich, also es war am 22.12. Und am 23.12. musste ich dann mit dem Zug 4 Stunden nach Hause fahren und einmal umsteigen. Also die Fresse, die ich an dem Tag gezogen habe, die war doch super. Da war ich. Es war ein toller Tag. Ja, also da sah ich übel aus. Aber der andere sah noch schlimmer aus. Was muss hier noch rein? Kann auch ein bisschen Hugo rein? Ich weiß nicht, du kennst es. Okay, wir haben jetzt die Alkohol-Base, haben wir? Brauchen noch... Nee, gerade ist nur Alkohol. Das ist noch nicht der gute Teil. Wir brauchen noch... Limettensaft. Ich bin dann wieder super vorbereitet heute. Ich habe echt keine Ahnung. Hä, aber wenn nicht, was das Scheiße schmeckt, dann... Ja, das ist der Gag jetzt, ne? Nein, ich dachte, ich krieg es aus Kötzen so. Ja, der Gag ist, dass es gut schmecken muss, okay? See, everything. Hast du es neu gekauft? Extra für. Oder hatte ich das schon? Nee, das habe ich für die Jungs gekauft. Ja, aber was ist der Unterschied? Ist das hier für Limette und das hier für Zitrone? Das ist aber nur Größe. Je nachdem, ja, also für Zitrone. Ja, aber es gibt auch kleine Zitronen. Ja. Nein, was soll ich hier tun? Du bist extrem gut vorbereitet. Ja? Ja, schon. Also ich meine, ich finde, du solltest das ernst meinen, weil ich bin gut vorbereitet. Zieh dir das rein. Oh, wie satisfying. Ich will auch sowas haben. So geil. Oh, ja. Yeah. Junge, das ist ja wie so... Es gibt eine neue Folge ZDF Magazin Royale. Oh, shish, ja, es gibt so 5 neue. Nee, es ist die Weihnachtspause. Also. Nee, aber ich habe auch die davor nicht gesehen. Beruhigende Nintendo-Spiele-Musik, den Tag zu beenden. Das ist eine meiner Playlists. Wenn ich den Tag beenden will, dann höre ich mir nicht Nintendo-Spiele-Musik an, aber... Ja, im Stream muss man das, okay? Das ist eine andere Welt bei uns. Ja, für mich ist es wirklich eine andere Welt. Ich habe den Alkohol rein, ich habe Zitronenlimo. Es fehlt noch Cola, aber die kommt danach. Ich wünschte, ich hätte meinen kleinen Zettel da. Das ist doch einfach. I can't. Nicht? Ich finde, wir sollten es einfach mixen. Das ist eine richtige Omega-Mentalität, ist jetzt nett zu googeln. Epsilon-Mentalität. Ist was Gescheites zum Trinken. Es wird gut. Ja, das sagst du immer. Es schmeckt verdammt noch Whisky. Da ist kein Whisky drin. Sollte gut werden. Deswegen sieht sie so aus. Was? Hey. Wenn du mein T-Shirt dreckig machst, dann gebe ich das dann aber mal zum Waschen. Okay, was ist das für eine Attacke? Ich sag dem Dad irgendwie, dass du gewährst und mich abgekickt hast oder so. Irgendwas ganz Fieses. Ey, yo, Chat, Kamera passt? Aber hier ist Sirup drin. Kommt doch Sprudelwasser rein. Das reicht für mich. Ich hab gar keine Ahnung. Ich glaub, du musst fertig. Ich sag's dir, das ist gar nicht gut. Okay. Reinigung ist halt voll. Ja. Aber das ist gut. Das ist laut. Dann. Aber wir brauchen das ja. Ja, ich kann aber auch so gut laut reden. Ja, Theater Girl. Theater eigentlich. Mega das Theater Girl. Okay, wir machen jetzt den Twirly Twirl. Wir machen jetzt ein Tornado. Kennst du das? Nein. Das ist, wenn du, gib mal die Bacardi-Flasche. Das ist, wenn du, so. Das müssen wir nächsten Samstag mal ausprobieren. Jeder muss einen Tornado machen. Oh mein Gott. Ja, mit der ganzen Flasche irgendwas. Ja, mit Flasche oder so.
Irgendwas, was nicht das. Ja, das ist doch der. Ist halt schon hart. Shit. Ich hab alles immer nur gesagt. Ja. Ich hab eine Handcreme geschenkt. Ich hab das nicht gekannt, weil ich alles nicht kenne. Ich frag mich manchmal so, jo, und wie geht's der Migräne? Probieren Sie jetzt mal eine neue Prophylaxe oder wie schaut's aus? Und dann reden wir immer über eine Migräne und so. Mit meiner Apothekerin, also mit einer von denen. Wenn man es gut macht, sollte es nicht so klacken. Okay. Oh, kurz habe ich es geschafft. Das ist ein Mikrofon. Man soll, es darf nicht klacken, oder ja. Was? Hey, wie hast du es gemacht? Das ist ja mal voll hässlich. Hä, wie ist das hier so hässlich? Ja, du nimmst es so, wie so ein... Dann machst du einfach so eine Schwingbewegung. Try again. So, du nimmst es so wie so ein... Nee, ich möchte. Okay. Jetzt haben wir so ein kleines Frosty-Glas. Ja, jetzt geht's ab. Geht der Punk ab. Dafür, dass ich letztes Mal deine Nagel gemacht habe, sehen meine heute nicht cool aus. Einfach so, hier alright. Zwei Feen. Heute wieder Fotos vom DM abgeholt, entwickelte. Okay. Ich sehe einfach aus, wie müssen auf jedem Foto. Das schaut so scheiße aus. Auf jedem Foto, auf dem ich bin, das kannst du wegschmeißen. Shit. Ja, wirklich, ich hatte ein Doppelkinn vom anderen Stern auf den meisten, aber es war auch hart besoffen. Aber. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gut schmeckt, gell? Das ist gut. Cool, gut. Einfach lecker. Ich habe schon viele Leute versucht, weiß zu machen, dass Sachen lecker sind und es war Bullshit. Kann man das nicht lecker finden? Das sind nur gute Sachen drin. Was ist denn teures Messer? Es ist ein 50-Euro-Messer. Ich das nur dafür. Ja, das packe ich nicht für die Zitrone raus. Ich bin schon überlegen, soll ich mir jetzt mein Filmplakat kaufen oder nicht? Oder die scheiß Decke? Ich hätte die Decke so gerne einfach. Ich wette, nächstes Wochenende rasierst du uns alle, weil du bist ein richtig ex. Boah, ich werde so einen richtig geilen Fall machen und ich werde einfach, und Tobi wird so einen richtig, wird wahrscheinlich einfach nur so einen mit Pfeffi machen. Oh ja. Ein Pfeffi-Cocktail. Es gibt keinen Pfeffi-Cocktail, weil niemand würde sowas trinken. Aber es gibt Leute, die trinken sowas. Wenn du Pfeffi mischt mit Berliner Luft, dann gibt es da gar nicht so viel. Puh. Ja, weil es dasselbe ist. Kreislich. Aber ist das kreislich. Ich kann noch mehr zu dir. Okay. Bei mir kann man eh nichts mehr deppen, was soll ich machen? Alright. Hier ist der Drink. Aber wir haben keinen Strohhalm. Ich probiere nichts erst. Here you go. Einen guten. Schmeckt ja nach Cola, ne? Okay, also, you know, er ist beautiful. Aber damit du noch was schmeckst. Ich schmecke nach Cola, Alter. Ja, yeah, okay, es war oben. Okay, Cola ist oben, Cola ist schön. Ich hätte einfach Mojito machen wollen. Ich glaube, wir sollten das einfach trinken. It's good. Oh, es ist köstlich. Ich weiß es nicht so ganz. Ich habe nicht das Gefühl, dass du es so gehört, ehrlich gesagt. Long Island. Packst du mich gerade ab oder ist das meistens gerade im Ernst? Irgendwas fehlt hier noch drin. Aber hey, er ist trinkbar. Schmeckt irgendwie nach. Es schmeckt nach diesem ekelhaften Zeug, das du immer sollst. Also Whisky. Gin und. Du meinst Whisky Coke? Es schmeckt nach Whisky. Ist kein Whisky drin. Schmeckt kreislich. Ey. Let's get into it. Es tut mir leid, es schmeckt schon okay jetzt. Danke. Okay. Aber der Ruhe schmeckt besser. I'm sorry. Aye, fair enough. Hey, soll ich was Cooles machen? Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben und habe versucht, so alle Gruselfilme, alle Gruselfilme zu finden, die wir gesehen haben, 2019 bis 2021, aber es sind nicht alle, weil
ich wollte auch nicht steigern. Es waren hauptsächlich Sachen, die wir im Kino gesehen haben, mit ein paar Ausnahmen. Ein paar Ausnahmen, die wir auch daheim gesehen haben, aber die einfach interessant waren, die ich da mit dabei haben wollte. Und es sind, glaube ich, 2-3 Filme dabei, die du nicht gesehen hast. Und es, okay. es fehlen noch ein paar, die wir auf Netflix gesehen haben. So dieser Hush fehlt und dieser richtig gute da. Dieser It Comes at Night, der ist auch nicht dabei. Oh shit, okay. Hey, den packen wir noch aus. Willst du den noch auspacken? Ja. Yeah. Ja gut, den Horst-Pack-Pistern. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so einen Plan, was jetzt wir alles gesehen haben und nicht, wir nicht gesehen haben. Irgendwo halt das verloren, den Überblick. Okay. Meine Kinderruhe wieder. Vom Streit. Wie oft ich schon Komplimente für diese Uhr bekommen habe, aber meine Familie denkt einfach, es ist eine Spielzeuguhr, die ich aus dem Auto gezogen habe, weil die 60 Euro gekostet hat. Ja, ich meine, Uhren jucken wirklich nicht jeden und dich erst recht nicht. Die ist halt robust. Was soll ich tun? Als ich im Kino gearbeitet habe, weil ich hier im Kino gearbeitet habe, das ist ein Teil meiner Personality, da habe ich mir die gekauft, weil ich mir dachte, ich brauche eine Uhr, die einiges aushält und die ist still there. 2 Jahre hat sie überlebt dort. Okay, pass auf. Siehst du, jetzt haben wir hier die T-List schön in der Mitte. Mhm. Ein gutes Design. Das ist gut. Ich bin Improv-Künstler. Das ist gut. Das ist gut. It's okay. Okay, hat das meiner? Ja. Mein Dad hat Herpes. Ich hab keinen Herpes. Oh. Ich hab extra gesagt, wenn du mir nicht sagst, was du getrunken hast, dann kacke ich dir ins Bett. Okay. Ich leg meine blutigen Periodenpads in dein Bett. Alright. Das ist eine Drogen. Hey, nein, ist nicht. Hey, how was hier ist? Die einzig wahre Meinung ist von uns, wer nicht mit uns einstimmt, und du wirst auch nicht mit mir einstimmen, meine Meinung ist die einzige richtige. Es ist echt crazy, wie viele Leute heute falsch liegen werden. Meinung ist die einzige richtige hier, okay? Yes. Du slanderst so viele Filme, die so gut waren, einfach zu Tode, weil du einfach nicht acknowledgen kannst. Du meinst gerade nur Malignant. Du redest einfach nur von Malignant. Aber ich habe gehört, dass es echt so ist, entweder man liebt's oder man hasst. Ja, so ist es. Und ich lieb's nicht, aber ich sag wirklich, er hat seine Stärken. Ich mag den. Ich hab den auch auf Blu-ray gekauft. Als er rausgekommen ist, an Release Day hab ich ihn gekauft. Okay, nochmal. Chat. Das hier ist die ultimative Horror-Liste. Ihr werdet nie wieder eine andere Liste brauchen für Horror. Es gibt nur so 15 Filme. Es gibt nur 15 Horrorfilme. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal welche hinzufügen, oder? Mir fällt nur noch der eine ein. Also wir können Evil Dead mir noch dazu machen, aber wir wissen eh, wo der landet. Und It Comes at Night. Ja, okay, lass das machen. Können wir kurz sauber machen? Kannst du kurz sauber machen? Alright. Unterdrück mich einfach. Alright. Evil Meine Dead. Meine Mama, du lässt dir eh nichts gefallen. Ja, yeah, ja, yeah, ich bin... You know, ich, der da, wo es da so ist. Bilder passt. Und dann noch It Comes. Oh, der war. Come on, der war Bombe. Was auch noch fehlt, ist A Quiet Place 2. Der ist nämlich genau gesehen. Kommt das hier vorne im Film? Ja. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja dieses. Ja, das ist das Poster. Ich habe immer die Poster genommen. Das hier sieht das doch. Nee. Okay. Das sieht cool aus. Ja? Yeah? Es war mega cool. Was hängt gerade? Du kannst auch beide nehmen, du kannst die zusammen auswählen. Danke. Nee. Du musst die beide gleichzeitig auswählen mit Shift. Okay. Ich könnte fast denken, du wärst den ersten Tag als Windows-User unterwegs. Okay. Das ist mega mein Zitat. Wir gehen von links nach rechts unten. Und Midsommar ist, ich glaube, undeniably ein S-Tier-Horrorfilm. Es ist so leicht zu erklären, weil Midsommar nimmt dich einfach auf der Reise. Soll ich dich erst machen lassen und dann meine Meinung dazu sagen? Oh, du kannst mich ausreden lassen? Ja. Das wäre episch. Ich wollte fragen, was ich soll. Ja, Midsommar ist verstörend und es nimmt dich auf eine Reise von dieser Frau. Und ich meine, einer der verstörendsten Anfänge auch überhaupt von Horrorfilmen. Einfach hatte ich sofort gepackt. Gute Charakter. Sehr interessant. S-Tier. Ich würde es nicht in S-Tier tun.
Also ich finde Image immer auch geil, wirklich. Love it, aber für mich ist kein S-Tier. Das ist cringe, wieso? Weil für mich, ich weiß nicht, weil er halt sehr lang ist und das ist für mich ein Totschlag-Argument für S-Tier. Der Film ist zu lang. Die Länge hilft dem Film. Nein! Die Länge hilft dem Film. Als Plot, okay? Aber ich sage ja meine persönliche Meinung und auch wenn es dem Film hilft, mag ich es. Ich dachte, wir haben heute die richtige Meinung hier. Sorry, falsche Werbung. Habe auch falsche Werbung gemacht. Ist nicht die richtige Meinung hier. Ich weiß nicht, habe ich Hereditary mit reingemacht? Für mich ist Hereditary ein S-Tier. Weh, du hast Hereditary. Das würdest du nicht vergessen. Also okay. Für mich ist Hereditary ein S-Tier. Ich warte jetzt, bis du ein S-Tier kriegst. Und dann diskutieren wir, wieso das ein S-Tier ist und Midsommar nicht. Candyman ist, Was ist Candyman? S-Tier. Für mich ist Candyman S-Tier. Also für mich war es einfach ein guter. So, hat mega Spaß gemacht, gute Länge. Ja, aber du weißt schon, dass S-Tier so das Ultimatum an Horrorfilmen ist. Das, du musst überlegen, für dich sind das Filme, die du auf Blu-ray haben willst, weil also, die so gut sind. Ich würde sagen, Midsommar war besser als Candyman. What? Aber sind wir so unterschiedlich? Come on. Also, Candyman war klasse. Also ich lieb's. Ich weiß nicht, wieso Leute es nicht mögen. Es ist klasse. Diese Story, der Aufbau, die Umgebung, in der es sich befindet, also alle Laufzeit ist. Es sind, glaube ich, ja, 90 Minuten. Oh mein Gott, ist perfekt. S-Tier. Ich kann nicht sagen, es ist S-Tier, aber es ist nach Midsommar S-Tier. Was? Ja, okay. Rache ist. Wieso ist das hier Promising Young Woman? Für mich ist es einfach ein guter Film, ich wollte ihn mit dabei haben. Es ist ein bisschen ein Horrorfilm, ein bisschen. Nein. Es ist Revenge Porn. Es ist null, no, not even that. Es ist dabei und jetzt tust du mit einem Norden. Es ist überhaupt nicht Revenge Porn. Es ist nicht Revenge Porn, right? Nee, also, die tut sich schon rächen, oder? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich an einem einzigen Punkt in diesem ganzen Film. Hä? Natürlich. Oh, ich meine, okay. Alright, okay. Geht's doch? Das ist halt so. Zeit. Okay, fair. Soll ich den jetzt echt da reinschieben? Ja. Okay. I don't know, ich fand ihn gut. Aber als Horrorfilm wären fucking die F-Tier. Ja, okay, aber ich meine, okay, du verstehst den Horroraspekt auch nicht. Oh mein Gott, look at this. Gib dir das hier. Oh, hast du es gerade wirklich gesagt? Ja, ist halt so. Du verstehst als Mann den Horroraspekt. Du verstehst nicht, dass Frauen sich so wirklich fühlen. So, ich habe den Film geschaut, ich war so, oh ja, cooler Film. Was glaubst du, was ich mir bei dem Film gedacht habe? Ich war so, oh ja, interessante Story, aber sowas würde nie im echten Leben passieren. Du hast gesagt gerade, es ist kein Horrorfilm, aber natürlich ist es für dich kein Horrorfilm, weil das Horrible an dem Film Männer sind, die für dich keine Bedrohung darstellen, oder? Männer sind auch die Boys. Was würden die Boys hier tun? Das ist wie bei Last Night in Soho. Oh ja. Same game. Nee, okay, I get what you mean, aber so wie du es gerade gesagt hast, war es so. Als ob ich den Film schaue und so, oh ja. Crazy, nee, aber so, das würde ja nicht passieren, also im echten Leben. Ich stelle mich doch nicht so an. Alright. Meine Güte. Okay, das nächste. No. Ich brauche noch kurz Organisationstime. Hier ist wieder sofort ein S-Tier. Es gibt keinen. The Ritual. The Ritual echt? War göttlich. Mann! The Ritual war eine geile Gruppe an Charakteren, ein guter Aufbau, nimmt dich in eine Richtung, die du nicht erwartest. Alles, was ich aus dem Horrorfilm will. Ja, ich will Überraschung, okay. Ich will Horror, ja. Ich will psychische Aspekte. Es ist ein S-Tier. Ja, okay. Als Pack. Stell dir ein Geschenk. Ja, okay. Es ist okay. Es ist ein S-Tier. Fellas, unterbricht euch eure Freundin jemals, weil sie ihre Meinung durchbringen will, aber nicht deine? Ich habe gerade gesagt, es stimmt, es ist ein S-Tier. Aber für mich aus einem anderen Grund als für dich. Okay. Dann klär dich auf. Für mich ist es nur ein S-Tier, weil es ein gutes Monster hat. Das ist das Krasseste. Reden wir später drüber. Archive 81. Low-Quality Monster. Aber geile Serie. Und Ritual hat einfach so ein High-Quality... gut gemachtes Monster, so. Ach, oh, geile Sache. The next one is Last Key. Ich kann mich wir haben Last Key. Insidious Last Key. C oder D. Also er ist unterhaltsamer, wäre es kein guter Horrorfilm. Aber. C oder D. Aber. Er hat ein geiles Monster. Wieso ist nicht ein E-Tier hinzugefügt? Ich wusste nicht. Okay. Das Monster ist so langweilig, Mann. Aber lass uns, das lass uns drüber diskutieren. Let's go! Vertane Chance. Also ich kann mich wirklich nicht mehr an den Film erinnern. Ich weiß nicht, was in dem Film passiert. Okay. Aber ich weiß noch, dass ich den Trailer gesehen habe und ich mir so dachte,
Was ein geiles Design für ein Monster. Was eine geile Idee fair für enough. Ein Monster. Fair enough. Ich finde das fair. Und ich finde auch C okay. Okay. Hier ist ein Soft-Spoiler für Insidious 4. Das Monster kommt, macht sein Ding ein und dann noch ein zweites Mal. Nicht erfolgreich und dann ist es weg. Und das, es ist so lang, es passiert nichts mit diesem Monster. Das Monster ist nicht mal so ein Höhepunkt vom Film, es ist einfach so ein Monster, das da ist. Sie haben so getan, als wäre es ein gutes Ding. Okay, sorry, lass uns über Conjuring 3 reden, weil da bin ich eigentlich interessiert, darüber zu diskutieren, weil ich mir nicht sicher bin, was ich davon halte. Er war gut, right? Er war gut. Er war nicht schlecht. Er war nicht S-Tier, er war nicht A-Tier. Was? Es war nicht besser als Last Key. Also es war besser als Last Key, meine ich. Last Key war straight up worse. Conjuring 3 hat Spaß gemacht. Ich fand Conjuring 3 echt irgendwie kacke. Ein bisschen kacke? So, du warst aber irgendwie nicht im Kino. Ja, ich hab mich enthochgehypt für Conjuring 3, weil Conjuring 1 und Conjuring 2 halt so. Ich hab von Conjuring 1 ein Poster in meinem Zimmer hängen. Also, ich bin echt ein. Ich bin Conjuring-Fan. Ich mochte die ersten beiden mega gerne, aber der dritte hat mich einfach nur. Ich hab einfach was anderes erwartet. Ich hab wieder was mit einem Dämonen oder so erwartet und dann war es halt irgendwie so boring. Ich fand's einfach. Ich fand das Monster. Es gab kein Monster. Oh yeah, oh. Es gab kein Dämon. Dieses Ritualding. Es gab nichts irgendwie, was krass bedrohlich war, meiner Meinung nach. Und der Punkt, den hast du gesagt, dass die Warrens diesen Fall vor Gericht gewinnen, ist insane. Ja, ja, am Anfang, sorry, oder? Oder am Ende, oder wann war das? Ich war noch die zu dir gesagt hat, so, ja, komm, Jan, das ist nur ein Film. Aber es ist danach, so, als wir diesen Hannah Grace gesehen haben, danach war ich ja. Conjuring 3 ist für den Arsch. So. Ja, ist mir mal aufgefallen, wie du so ein kleines Baby hier bist, aber so vor allem im Vergleich zu mir, du bist so die Hälfte von deinem Rahmen. Ja, und? Soll ich den Rahmen größer machen? Ist okay, mach was klein. Nein. Nee, also. Okay. Fear Street. Ja. Ich würde ihm sofort ein F geben, wenn hier ein F wäre. Ein F dazu tust du rein. Fuck. Kann ich schreiben. Okay. Aber es hat sich gemerkt. Oder auch nicht. Ich muss dann noch auf Exakt. D, E, F. Hab ich's gemacht. Yeah. Oh, das braucht eine Sekunde. Okay, dann nicht. Fear Street war so wack und sie haben gleich so eine Trilogie draus gemacht. Ja, vor allem, weißt du, was ich krass fand? Alle Leute haben es übelst gefeiert. Ich verstehe vor allem dieses Fear Street 1666. Es wurde entgehalten und ich fand's so scheiße. Das einzige Gute war die Brotscheidemaschine. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es jetzt nicht gleich spoilern, aber es gibt einen guten Tod in diesem ganzen Ding. Ja. Es gibt einen, und es der ist so S-Tier. Das ist so Kringo, wirklich. Ja, Kringo, so schlecht geschrieben. Einfach. Super schlecht geschrieben, so grausames Pacing. Wir haben den ersten ganz gesehen, den zweiten abgebrochen. Du hast ernsthaft A Quiet Place 2 hier rein und nicht den ersten? Ja, weil es geht um die Zeit. Okay. A Quiet Place 1 ist älter. Wo möchtest du A Quiet Place 2 hinhaben? Du musst anfangen, es war doch so ausgemacht, dass du es anklickst. 2. Ich hab den nie gesehen, wo möchtest du ihn hinhaben? Ach so, ich dachte, wir haben den zusammen gesehen. Nee, du hast ihn ohne mich gesehen, ach so, was cringe ist. Über. Nein, weißt du, warum ich den ohne dich gesehen hab? Weil das eine Perso-Vorstellung war mit meinem Kollegen. Right, Kinoarbeiter. Deswegen. Also besser als die drei hier. Okay. Also ich find, ja, und hier ist nochmal Candyman, let's go. Dieses Candyman nochmal. Wir hauen ihn einfach zweimal und erst hier. Weil das ja, aber dann machst du die Vorbildschuhe. Zweimal Vorbildschuhe. Nee, vor und hinter, so beide Stellen. Aber, was? Na, lass ihn in Soho. Oh, das tut weh. Uff, ich weiß es nicht. Also als Horror ist es ein D. Als Horror ist es ein D, als Film mochte ich ihn schon. Da, als Film. Ich fand ihn schon, also vor allem diese Stellen so am Ende yeah, mit dem Bett und so. Also ich fand es war schon cool. Der Aufbau war richtig cool.
Das wäre ein B. Für mich war es auch ein B. Manche Sachen ist gleich. Und jetzt kommt der Banger. Halloween 2021. Halloween Kills. Es kommt ein neuer raus, der heißt Halloween Ends oder so. Es wird nicht enden, weil er kann nicht. Er kann nicht. Evil ends tonight und evil endet nicht tonight. Das ist einfach nie so. Der ist für mich ein fucking Z-Tier. I don't know. Er war schon ganz fun. Aber er ist ein schlechter Film. Es war nicht so brutal, I'm sorry, wirklich. Alter, Escape Room 2 war nicht gut. Für mich war der besser als Er war einfach so wack. Nee, aber der war immer noch besser als 4 Street. Dann ist er ganz oben bei D, okay? Nee, der ist zwischen 4 Street und Conjuring. Okay, aber gut, dass du sagst immer noch D, weil es ist schon ziemlich. Ja, ziemlich schlecht. Okay. Dann haben wir Saw Spiral, letztes Jahr auch rausgekommen, gegen Ende des Jahres. Ja, das ist sehr kontrovers. Nee, das ist nicht letztes Jahr, Ende des Jahres. Okay. Oktober. Saw Spiral musste seine Story ein bisschen ändern, weil es nicht erlaubt wurde. Und aus kommerziellen Gründen wurde es dann verändert. Das hier schmeckt echt whack. Es wurde nicht aus kommerziellen Gründen geändert. Es wurde deswegen geändert, weil die amerikanische FSK gesagt hat, wenn ihr das so lasst, dann wird dieser Film nicht ins Kino kommen. Sind kommerzielle Gründe. Aber kommerziell ist doch, wenn es um Einnahmen geht. Ja. Und du willst ja in amerikanischen Kinos Geld verdienen. Aber ich dachte, kommerziell wäre für mich jetzt eher so, wenn sie sagen würden, okay, der Film ist ab 18, aber wir wollen ihn ab 16 haben, deswegen schneiden wir ihn jetzt so, dass er ab 16 wird, damit mehr Leute reinkommen. So ist es ja, wenn ein Film nicht rauskommt überhaupt, dann ist doch kein kommerzieller Grund, dann ist es doch einfach nur so, okay, der Film war sinnlos zu machen. Du kannst kein Geld verdienen, oder? Das hat doch irgendwas mit Geld zu tun. Okay, wo kommt er hin? Ohne die Szene mit dem, wie es gerade ist, wie ist er? So ein Erzähl. Ich hab ihn nicht gesehen. Ach du, weil waren das. Ja, du hast den nicht crazy, gesehen. Dass du denkst, dass wir überall zusammen drin waren. Du warst doch alleine im Kino. Warst so oft alleine im Kino ohne mich. Es sind noch voll viele, die ich ne. Ja. Nee, ist ein B. Ziemlich ist ein B. Ich hab den so hoch gehypt, ich mochte den auch ganz gerne. Ich okay. Fand den auch lustig. Kann ich nicht orgieren. Oh Gott, da schreit nur ein Zitina. Alter, Malignant. Okay, Malignant ist ein Film, in dem geht es um eine Frau mit einem Problem, einem schlechten Ex-Boyfriend, einer tollen, eigentlich schuld an allem. Es geht wirklich um die Liebe zwischen zwei Schwestern. Das ist wirklich die wahre eigentlich Geschichte. Eigentlich ist der Typ schuld an allem. Ja. Weil er sie schubst. Ja. Der Writer und Director James Wan ist schuld an allem. Er ist wirklich schuld an diesem Film. Mann, James Wan. Ich verurteile dich, dass du diesen Film gemacht hast. Er war für mich auf jeden Fall ein. Lüg nicht. Lüg einfach nicht. Nein, ich möchte wirklich ehrlich sein. Ja, sehr ehrlich. Und er gehört natürlich nicht in D. Da habe ich ihn gerade aus Versehen hingelegt. Allein wegen dem Poster gehört er nicht in D. Für mich. Ich sortiere das da ja noch. Ist dann C. Ja. Okay. Das, was er getan hat, was ich richtig geil fand, hat für mich irgendwie nicht ausgereicht. Ich würde ihn niemals in meinem Leben wieder schauen. I'm sorry. Vor allem mit diesen so Songs, wo dann irgendwie so Panic at the Disco oder war ich. Es war so Coldplay, glaube ich. Es ist so. Nicht Coldplay, es ist Where is My Mind von The Pixies, Alter. Oh, fuck. Ja, also das fand ich mega cringe. Ich hab Annette vergessen. Ah, Annette ist S hier, Mann. Nee, da ist er. Als ob du echt Annette drin hast. Natürlich. Oh mein fucking Gott. Okay, da freue ich mich drauf. Old. Ich mochte Old. Die Leute mochten Old nicht so, aber ich mochte Old. Okay, aber kannst du wirklich mir in die Augen schauen und sagen, dass Old nicht so coole, so nicht eklig und scary war? Er war eklig und scary, aber er war auch echt ein bisschen... Was war wack an dem Film? Sag's mir. Er war langweilig? Die Dialoge waren langweilig. Ja. Wo würde ich Old hinhauen? Das Ende hat mir auch nicht C, B. Wieso ist hier Promising Young Woman bei A? Promising Young Woman, bester Film.
Das hier ist Blood Red Sky. Mann! Skip! A Classic Horror Story. Was war das nochmal? Dass du das gar nicht mehr weißt. A Classic Horror Story. Warte, gib mir kurz. Das war richtig gut. Was ist Classic Horror Story? Sag mir, was das ist. Was? Come on. Das ist ja überaus horrible, schlechtester Film ever zu ever filmen, den ich Netflix gesehen habe. Warte, kann ich den kurz googeln? Der war so scheiße, Mann. Das ist der mit dem Kult, der so Midsommar nachgemacht hat. Horror Story. Classic Horror Story. Ist so ein. Das mit dem Haus. Oh mein Gott, der ist ganz unten. Der ist ganz unten. Der war so kacke, Mann. Richtig übel. Ja, ich verdrängt. Einfach ohne Kommentar. Was ist das hier? Ist das Saw? Saw 1. Ist das Art hier? Lebt hier? Lebt hier. Ich sag jetzt mal einfach nur nichts dazu. Alright. Vivarium. Das ist okay. Ich hab den nicht vergessen. Ich werde ihn nie vergessen. Er war ganz cool, aber ich hab ihn gehasst. Also, auf dem Level. Okay, er ist auf dem. Ja, er ist für mich auf demselben Level wie so old. Get Out war gut, aber nicht. Gerade so, nicht S-Tier. Hänsel und Gretel und Hänsel. S-Tier. VFX von Big Hack FX. Ich habe eine ganze VFX-Analyse über diesen Film geschrieben. Über die größte VFX-Szene im Film. Und ich musste beschreiben, wie es gemacht wurde. Und ich hatte sehr wenig Content. Und deswegen habe ich eine gute Note bekommen. Weil es schwer war, rauszufinden, was es ist. Und ich musste es selbst eruieren. Der war ein. D. Der war ein D. Als Horrorfilm war ein D. Gib mir einen Kommentar. Ich fand den eigentlich schon ganz cool. Ich auch. Ich mochte den eigentlich. Also für mich ist der auf jeden Fall besser als Halloween Kills und Fear Street und Escape Room 2. Ja, ich würde ihn so hoch D nehmen, aber. Ja. Er ist nämlich nicht höher als D. Boah, sogar mit Luna ist besser. Das hier weiß ich auch nicht, was es ist. Da warst du doch mit drin, das war ein Sneak. Das ist der, dieser mit der Witch. The Witch Next Door. Hab ich glaube ich nicht gesehen. Sicher nicht. Das kann aber nicht sein, dass du keinen Horrorfilm hast. Ja, ich mach dann kaum einen dabei. Hast du den spanischen Film gesehen, wo das Mädchen ein Arschloch als Mund hat? Oh ja. Den hast du gesehen? Den hast du gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich hätte ihn niemals gesehen. Der war so übel, Alter. Okay, also was ist in diesem Film passiert? Ich habe ihn durchgeskippt, ich habe den Anfang gesehen und dann war ich so, okay, vielleicht mit dem Anfang gesehen. Ja, okay, also das ist mir dann schon, also der war so schräg. Alter, okay, aber es ist auch Butthole Face Ding. Ich fand den einfach so, es gibt so einen Punkt, an dem ist ein Film so unangenehm anzuschauen, dass du nicht mehr Positives rausziehen kannst, und das war so einer. Sicher, dass du da nicht dabei warst. Der war echt cool. Ich mochte ihn voll gerne. Alle haben ihn gehasst. Ich fand ihn richtig geil. Ich hab den nicht gesehen. Der war so ein bisschen mehr. Der war so ein bisschen mehr in Richtung FSK 12 als FSK 16. Ein bisschen mehr so entspannter, sag ich jetzt mal. Aber der hatte einfach eine coole Geschichte und ich mochte ihn einfach. Ich weiß nicht, alle fanden den langweilig, aber der war voll cool. Hab ich nicht gesehen. Dann lass ihn an. Du hast His House vergessen. Den haben wir gesehen. Den haben wir auf Netflix gesehen. Den haben wir gesehen? Ja. Den? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was passiert ist. Das war das, wo die in so ein neues Haus. Wieso sagst du jedes Mal, wir haben den zusammen gesehen und dann haben wir ihn nicht zusammen gesehen? Das ist der, wo die diese zwei. Das ist da, wo sie in das Haus zusammen einziehen. Alright, so. I gotcha. Immigranten. Das weiß ich noch. Aber ich weiß auch nicht mehr so ganz, was eigentlich passiert. Was sagt Filmkritik dazu? Der ist ganz seltsam, der Film. Also ich fand den ganz seltsam und du fandest ihn voll gut, glaube ich. Der war gut. Dass ich da überhaupt noch dran erinnern kann, das wundert mich wirklich. Ja, jetzt gerade kommt's wieder. Gefühlt kann ich mich nur an die Filme erinnern, die ich im Kino gesehen habe. Bewertung 5 von 10.
Ich schließe mich an, er war nicht das Beste, aber er war, es ist wert mal anzuschauen. Ah, Halloween Horror hast du auch nicht gesehen, yeah. Aber Vampires vs. The Bronx. Oh, der war ganz fun. Okay. Was? It's 2 ist das. Oh. Aber bewährt doch das ganze Franchise ein. Die beiden zusammen. C. I don't know. It mochte ich immer gern. Pennywise ohne den geil. Zweiten ist dann B oder A. Also, ich meine, für mich ist halt S-Tier untouchable guter Horrorfilm. Ein Horrorfilm, der wirklich. Ein Horrorfilm, der so einfach unique ist und in seiner Uniqueness dir Horror gibt. Dann A ist einfach nur so, ja, das ist ein guter Film. Und Horror. Schwierig, ne? Also der erste würde ich. Dann mach den ersten. Ich hab den zweiten noch nicht gekauft, eben nur den ersten gekauft auf die Schule. Ah, Titan habe ich nicht gesehen, der war mega abgefuckt anscheinend. Hm. Ready or Not ist nicht wirklich ein Horrorfilm. Ready or Not ist ein Horrorfilm. Nein. Am Ende ist sie komplett mit Blut voll. Ja, und das ist, fand ich nicht wirklich Horror. Ich fand, was ist das dann für ein Genre? Action oder was? Hat Spaß gemacht auch. Hat Spaß gemacht. Der war geil, Alter. Ich mach den auch gerne. Sputnik war ein guter. Mortuary. Ah, oh, den hat. Der. Mortuary, Alter. The Mortuary. Kann ich lesen. What the fuck? What the fuck? Guck das Poster an, dann weißt du wieder, was das für eine Ferne ist. Wir haben wir zusammen mit Prime. Oh, hey, der war so fun. Der war so fun. Es geht um so einen Leichenplatz. Das ist eine Anthologie. Mega fun. Ist für mich Art hier. Ist einfach ein fun, guter Film anzuschauen. Es ist so schwierig, das zu unterscheiden, weil S-Tier ist für mich wirklich so ein richtig, genau so absolut so top hier. Und was ist A? A ist einfach so, ja, macht Spaß. Für mich ist A einfach so, oh ja, ist fun. Ja. Guter Film. Ja, dann ist die Plattform oder. Oh ja, hab ich auch nicht gesehen. Und hey, den hast du doch gesehen. So klein. Du hast zu mir gesagt, so du hast ihn dir angeguckt. Ich hab ihn nicht angeschaut. Das ist Scary Stories. Scary Stories. Von Guillermo del Toro. Der richtig reingeschissen hat mit Nightmare Alley. Nightmare Alley war so für'n Arsch. Hereditary ist wahrscheinlich immer noch mein Lieblingshorrorfilm. Gibt's einen neuen Horrorfilm für mich, wo ich so, oh, der ist der Beste? Weil Hereditary ist einfach göttlich. Das war mein erster Ari Aster und seit ich habe ihn angeschaut, ich habe nichts erwartet und dann kam einfach das. Das war bombastisch. Haben wir den gesehen? Nee, wir haben ihn zu Hause gesehen. Nee, den haben wir im Kino gesehen. Nein, den haben wir zu Hause gesehen, ja. Wie ist C? What? Ja, es ist C. Okay. Mhm. Ja, okay. Actually, Tim Heidecker ist drin. Dafür kritzen B. Endless ist super. S oder A. Das ist ein richtig guter. I don't know. Lass mich kurz drüber nachdenken, okay? So ohne, dass du interferierst. Endless war ein guter Film mit einem guten Aufbau, gutem Horror. Aber ist es auf dem Level wie Hereditary? Ja, es ist immer noch hinter Hereditary. Hereditary muss hier hin. Ja, für mich ist es A. Dann haben wir jetzt schon fast keine mehr. Wir haben noch The Exorcism auf irgendwas, bla. Emily Rose ist der, den wir letztens gespielt haben mit dem. Okay, ich mochte ihn. Er war gut. Archive ist für mich erst hier. Ist eine Serie auf Netflix, ist vor 2 Wochen gedroppt. He's Fire. Gute Serie. Ich wünschte, ich hätte mehr Freunde, um sie zu empfehlen, aber ich habe keine Freunde. Aber diese Serie ist geil, ich würde sie jedem empfehlen, auch Leute, die keinen Horror mögen. Oh, nein. Mm-mm. Nein, ich meine einfach zum Ausprobieren, you know. So. Wenn meine Eltern, die haben keine Angst, aber die mögen keinen Horror. Und wenn du dann. Cringe. Ich habe es ihnen empfohlen, habe gesagt, guckt es euch an, aber hört nach den ersten 4 Folgen auf. Weil sobald was Übernatürliches kommt, sind die Leute so, oh, das ist aber jetzt ein richtiger Schmarrn. Deswegen, du kannst es nicht einfach einfilmen. Du hast gerade einen Spoiler gedroppt. Das ist doch klar von Anfang an, wenn es ein ist Horror-Serie ist. Ist nicht, Evil Dead. Der war schlecht. Und das hier ist noch It Comes at Night. Okay, crazy. It Comes at Night war für mich eindeutig, als ich ihn gesehen habe, so ein wie mit Whiplash, so ein sofortiger so, wow, was für eine besondere Erfahrung ich gerade hatte, also S-Tier. Und die habe ich alle nicht gesehen.
Und das hier, wie es gerade ist, ist wirklich meine Tierlist. So, das ist meine. Persönlich. Und diese Meinung sollten alle haben, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Weil wenn jeder denken würde, dass Hereditary so das Beste aller Zeiten ist an Horror, dann würden wir auch bessere Horrorfilme haben. Mhm. Guck mal, was hier rauskam. Lass uns mal S und A analysieren ein bisschen. Hereditary. Midsommar, Get Out, Candyman. Ach, das gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr so dazu. Okay. Bist du der Erste ist. Okay. Ach, ist Sputnik A? Eigentlich B. Ja. Ja, okay, das ist A. Sputnik, Ritual, oh Gott, ich hab Ritual geliebt. Mortuary ist super fun. Ich weiß nicht, wieso ein A ist. Er ist nicht so gut gemacht wie die anderen, aber er ist einfach, macht Spaß. Mega Spaß. Was heißt nicht so gut gemacht? Der ist halt einfach eine andere Art. Ja, er ist voll anders. Der nimmt sich halt nicht so ernst. Ja, er nimmt sich nicht ernst. Das ist was anderes dann. Endless war, klasse. Annette war ein Film. Nachdem, wenn du Annette schaust, wenn du einen Film in dein Leben schaust, schau Annette und dann schau nie wieder einen anderen Film und denk einfach, dass alle Filme so sind wie Annette. Das ist das perfekte Ding. Annette war eine der schlimmsten Sachen, die ich je witnessed habe. Also, wenn wir... Und ich fand's doch ganz okay, der Jan war verstört. Ja. Also S und A, wenn wir nur Filme wie S und A kriegen würden, dann wäre die so ein besserer Ort. Bitte mach's nicht. Du bist gebannt dafür von Twitch. Jan. Eure Liebe bringt nichts zu Fall. Reload. Shh. Mal kurz eine Analyse machen? Nee, ich habe den Kopfhörer gar nicht auf, weil... Nee, also wirklich, das verhält mich zurück in so eine... Hey, ist nicht so schlimm, ich mach's einfach mega laut. Oh Gott, von welchem Dämon war das besessen? Das habt ihr gerade nicht gehört. Aber es war gerade eine fette Rückkopplung. Komm, hör mit. Nee. Krieg lieber deinen... Der ist so wack geworden, Mann. So langweilig. Mhm. Aber schmeckt wie Eistee. Also eigentlich habe ich es fast genailed. Man sieht aber den Tequila. So, ich mag das jetzt umsortieren. Ja, gleich. Mhm. Jetzt. Okay, jetzt. Ich krieg hier schon Thingy McJig. Ich habe nämlich eine andere Meinung. Ich finde, der Jan hat nicht recht. Ey, Twitch-Chat, danke, dass ihr heute da wart. War echt mega nice mit euch. Ey, ich bin so happy, dass wir einfach alle agreeen konnten. Dass einfach ihr und ich, dass wir das teilen mit untereinander. Das ist so cool. Du hast nicht recht, lass mich meinen Tag. Oh, schau mir meine Ader an, sie ist heute wieder da. Crazy, okay. Okay, ich gebe... hier dem Wasserkocher Lucy nochmal kurz so eine Minute Erklärzeit, ob sie noch irgendwelche Statements hat, abzusagen. Ich hab das. What the fuck? Gib mir mein Thingy! Okay, hier dein Statement. Was meinst du, mein Statement? Was soll ich sagen? Statement? Naja, sag einfach was zu. Du hast jetzt gerade die Tierlist gesehen und jetzt bist du drin. Ich finde, die Tierlist ist zum Teil schon okay so, aber ich finde, ein paar Sachen könnte man noch ein bisschen an... Ja. Wir sind kein Hive-Mind. Nee, wirklich nicht. Da scheiden sich die Meinungen. Ist schon wild, wie unterschiedlich man sein kann, obwohl man zusammen ist. Mhm. Wir sind jetzt bald seit 2 Monaten zusammen und ich denke drüber nach, Put a ring on it, if you will... Okay, kann ich jetzt bitte das anpassen? Das macht mir Nobody tell. Das macht mir Schmerzen, das so zu machen. Gib mir jetzt deine Meinung zu einem. Änder eins. Du darfst eins abändern, okay? Welches von den ganzen Tieren würdest du ändern, wenn du nur eins änderst? Welches ist das, wo dich am meisten aufregen würdest? Also The Ritual ist für mich halt wirklich, das war das eine, wo wir nicht das gleich irgendwie gepackt. Du fandest ihn gut, aber du nie so gut wie ich. What the fuck?
What the fuck just happened? Ich mag den nicht. What the fuck? Voll blöd, ich fand den Der Film, war so fu- Ich fand den so anstrengend, diesen Film, wirklich. Der war so anstrengend. Ja, ich weiß, wer hier das ist. Ich hab die Tiere. This doesn't matter. This doesn't matter. Ja, ich weiß, wer hier das ist. Du brauchst ihn mir nicht zeigen. Ich mir. Können wir bitte Content kurz anschauen? I just want to talk. And I want honest answers. Do you have any idea what's going on out there? Ich hab außerdem Anfang. Und Der war für mich Train to Peninsula. Peninsula. Der ist wild. Schaut ihn euch an. War wie so eine Telenovela. Ja. Telenovela mit Zombies. Ja. So billig. Genau dein Ding, aber es ist. Wieso Last of Us 2 eigentlich so auf dem Level? Ja, schon. Wie Last of Us 2. The Red Door. It's the only way in and out of the house. It stays closed and locked. Red Door. Ich liebe es, wie so das Symbol Red Door in dem Film früh etablieren und dann als so überraschendes Mittel einbringen. Ich finde es einfach nur fertig, dass es umsortieren darf. Ich gib mir eine Sekunde, okay? Wir machen das gleich. Oh, geile Szene. Den habe ich auch ausgesucht. Also, gefühlt die Hälfte der Filme, die habe ich ausgesucht. Das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Then who opened it? Hans. Ja. Er ist nicht so der. Ich sag hier nicht, das ist der beste Film. Er ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also, wenn ihr so Horror-Fans seid, dann schaut ihn euch an. So, macht euch eure eigene Meinung. Stimmt, genau. Was ist so besser? Megamind oder Hereditary? So, lass mich mal drüber nachdenken, Mann. Es ist Megamind. Ja, die Vibes zwischen der Schwester und dem Bruder hier in dem sind. Der Trailer ist nicht fair zu dem Film. Der Film ist gut, sehr gut. Wir mögen den Film. Mhm. Habe ich hier Müll gebaut? Warte, der ist hier so riesig. Ich habe Müll gebaut. Okay. Hey, alright. Das ist ein guter Film. Watch it. Egal, wer du bist. Wenn du deinen Weg in die Horrorwelt reinsuchst, dann solltest du vielleicht nicht den halt erst sehen. Conjuring. Schau Conjuring 1, wenn du so einen Einstieg in Horror willst. Oder Insidious 1. Wenn du so Annette gut findest, dann fick dich ins Knie. Dann schau Red Door Film, den wir gerade angeschaut haben. It Comes at Night, weil er so ein bisschen ein bisschen höher. Ich weiß, du brauchst einfach ein bisschen mehr Gehirnströme, um den zu verstehen. Also verstehst du ihn? Du verstehst ihn nicht. Annette gell? Oder was? Nee, It Comes at Night. Nee, ich find's dumm für den Film. Und da stehe ich aber auch dazu. Hey, ich glaube, da liegt das Problem. Alright, gib mir alles, was du hast. Mhm. Big L. Ich gehe jetzt auch oben nach unten durch. Und sage schon mal, ich würde es so machen. Auf jeden Fall so. Ich finde Candyman besser als mit. Er ist kürzer, ich glaube, das ist halt so ein. Das erst kürzer. Und als ich habe die DVD Blu-ray gekauft, ist es auch mal gibt es einfach so 3 Stunden. Hatte ich mal so von Disturbed, einfach allein von dem war ich schon Disturbed, deswegen. Hereditary ist, glaube ich, auch bei mir als Nummer uno. Darf ich noch kurz was sagen? Mhm. Weißt du, was wild ist? All diese geilen Filme, hier im ersten und zweiten in der Zeile, sind für mich so die besten Horrorfilme, die es gibt. Und sie sind alle in den letzten paar Jahren rausgekommen. Ist das nicht crazy? Ich schaue mir ungern alte Horrorfilme an. Nee, aber ich sag's dir, ich habe nicht alle mit reingetan, die wir gesehen haben. Ja, es sind ja nur die von den letzten Jahren, aber das, ich meine, die hier sind die besten. Ich finde, ich mochte Insidious auch den ersten und den dritten, der fehlt auch, weil der ist auch älter. Midsommar ist nicht, ist 2018, glaube ich, rausgekommen. Da waren wir in London, als der rausgekommen ist, war das 2018, ich weiß es nicht. Ja, nein, keine Ahnung. Weiter. Genau, also für mich ist auch Archive 81 über Ritual, auf jeden Fall. Oh ja, für mich auch, sorry, habe ich falsch sortiert. Ja, damit bin ich okay. Bis jetzt ist alles voll clear. Wo kommt jetzt Malignant hin? Ja, hier kommt auf jeden Fall. Komm, verschieb Malignant. Ja, muss.
schon öfters. What the fuck? Ich meine, nein, Get Out ist super, don't get me wrong. Jordan Peele, ich liebe dich. Ich küsse deine Füße. Ich finde Get Out einfach kurzweiliger, kann man sich besser geben und... Ist Get Out besser als Hereditary, sowas, was... What's the main goal here? Nein, ich finde einfach, mir macht Get Out mehr Spaß. Ich mag ihn einfach lieber als Midsommar. Ich finde auch den Plot-Twist in Get Out, damit, dass du ihn in Art hier tust, du fixst diesen Plot-Twist einfach so weg und es ist so ein guter Plot-Twist. Den siehst du mich nicht kommen. Und jeder, der sagt, ich hab das kommen sehen, der lügt. Weil das kann man nicht kommen sehen. So. Alright. Rich, das ist Antlers. Mhm. Was, wieso ist Promising Young Woman immer noch da? Was ist das? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja. Sputnik über It? Ja? Ja, okay. Sputnik kam auch aus dem Nichts, einfach aus dem Film. Ist russisch produziert, glaube ich, oder? Saw über Antlers. Fucking über Antlers? Korrigier das sofort. Nein, korrigier das right now. Ich liebe das bleibt nicht auf meinem Stream. Das bleibt nicht so auf meinem Stream. Lass mich. Saw 1 ist geil. Wo hatte ich Swan? Bei BB? Das ist hier unten bei B irgendwo hinten. Saw ist gut. Auch Saw ist nicht besser als Antlers, bleibt sofort. Antlers war gut, du hast Antlers gefeiert. Ja, und er ist auch in A, aber ich mag Saw einfach lieber als Antlers. Shit. Saw 1. Saw 1. Nicht Saw, Saw 1. Ja, yeah, Saw 1. Okay, hier. Ey, yo. Oh shit, unser Chat ist unter unseren Kameras. Würde sich verstecken. Das hat zwar niemand geschrieben, was okay ist, aber ja. Okay, 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 okay. Ich will auf jeden Fall Baby Malignant. Ah, jetzt hör mal auf, hier zu sticheln, Alter. Got him. Malignant ist B, krass. Dass du es nicht höher als B tust. Mann, ich glaube, du hast dich gerade wieder so richtig gut bei mir eingeschleimt gerade. Dass du Malignant nur auf B tust, finde ich echt cute. Als ob du es für mich tust. Ich, das kommt mir so voll, dass du es für mich tun. Und, you know, ich muss sagen, ich schätze es wert. Ich schätze es, ist cool. Malignant kann. Es. Hey, nee, fair. Ich hänge nicht an It. Es waren einfach nur. Es hat Spaß gemacht, das erste Mal. Yeah. Du bist unfokussiert. Du denkst wie ein Streamer. Die sind alle scheiße. Die sind alle scheiße. Was haben wir in der D-Tier? Wir haben Vivarium. Alter, Vivarium war D-Tier? Ja. Ich finde das nicht schlimm, dass du. Der war so übel. Also, ich fand ihn als Film nicht schlecht, aber. Es war so eine unangenehme Erfahrung. Ich wollte diesen, also Annette, permanent wollte ich aus diesem Film raus. Ab Sekunde 1 pretty much. Und Vivarium war so ähnlich. Nur, dass ich hätte gehen können, weil wir ihn zu Hause geschaut haben. Ich mochte den auch. Ich mochte noch besser als die beiden. Insidious. Okay. Insidious ist einfach so ein bisschen so ein Joke-Film. Es sind viele Witze drin und... So wie It. Soho Last Night. Ja, so 90% des Films von Soho waren ja eigentlich gut, gell? 90%. Ist halt nur schade, wenn dann die letzten 10%. Das ist echt schade. Ja, ich glaube, so kann ich damit dem. Ja. Aber. Ich bin auch das hier. Das hier ist so ein Vampir-Film. Da geht es um so einen Vampir, der irgendwie in einem Flugzeug ist. Flugzeugentführer und die hat natürlich auch ihre Instinkte. Der war ganz spannend. C? Ja. Du erzählst gerade so 15 Sekunden lang über diesen Film, dann tust du ihn in C rein, als ob du einfach komplett keinen Respekt vor den Machern hast. Ja, ich meine, ich hätte ihn noch in D tun können, oder? Tu ihn in B ganz hinten. Nee. Okay. Der hier war cool. Der war cool. Wo kommt Halloween Haunt rein? Das will ich eigentlich wissen.
Das Krasse ist, dass viele Leute den gefeiert haben. Das ist krass. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, schon vom Trailer war ich mir den so sicher. Den würde ich sagen. Ich würde den tatsächlich auch wenn Leute, damit Leuten, die den, obwohl Ready or Not. Aber der war auch cool. Wollen wir kurz einen Trailer für Ready or Not schauen? Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Or Not. Ready or Not Trailer kann man nicht oft genug. Trailer. Red Band Trailer? Da, ja. Sure. Let's go. Start the count. Geil, Alter. Good luck. Ach, Samara Weaving in dem Film. Hat ja auch in ganz Akimbo mitgespielt. Ja. Oh. Oh ja. Dominion, also. Oh mein Gott, die Oma. So, at midnight, you have to play a game. Why? It's just something we do when someone new joins the family. A game. Sie sieht so cool aus in ihrem Kleid. Voll. Das ist so ein cooler Look. Das ist das Geilste am Film. Es gibt so ein ganzes Making-of darüber, wo die Kostümdesignerin über das Kleid erzählt. Das ist das Geilste am Film, oder? Ja. Wie dieser ganze Film einfach gelb ist, oder? Gelb und grün. Wie Joker. War der Trailer oder war der Film so gelb-grün? Der Film war nicht so. Ist auch schon... Nee, der Film war nicht so. Das ist nur der Trailer. Also was stört mich immer, wenn es so eine Farbe ist. Oh! Oh Jesus, you shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress, Emily? Holy shit! I had to play along so that I can get you out. It's insane. Yeah, der Plot war ein bisschen wacky, oder? Mit dem Husband. Dass er sie trotzdem mitnimmt. Was? Sorry, never mind. Found her. Dass der Husband da mitmacht, oder was? Dass er sie überhaupt mitnimmt. Der muss halt. Ja, der hat Spaß gemacht. Wo habe ich den hingestellt? das ist schon hilarious. Ja, es war so ein lustiger Horror, so auf die Art. Das Ende war auch cool. Ich mag das Ende. Ja, wo sie dann so da sitzt. So. Ja, yeah. Also das war was so, ich glaube wir waren mit Tobi im Kino. Ja. Das war was so eine gute Erfahrung. Da waren wir eigentlich auf die Wiesen gehen und dann war aber nichts mit Wiesen. Dann sind wir ins Kino gegangen, alle in Tracht. Das war der Film, wo Tobi und ich nur Jalapenos zum Film gegessen haben. Ah, oh mein Gott, Alter. Ganz besondere Verbindung mit diesem Film, wirklich. Also. Okay, suche jetzt nach einem TikTok-Typen und schauen, wie lange ich brauche, bis ich ihn finde. Ich bin auf Images. Kannst du eine coole Anekdote aus deinem Leben kurz erzählen? Ich bin noch nicht fertig mit meiner Playlist. True. Kannst du es trotzdem machen? Mir fällt gerade echt nichts ein. Natürlich, ja. Hey, also, ich meine, come on. Können wir uns alle einigen, dass das hier so das Lustigste, was der Welt passiert ist, seit so der Geburt von Jesus? So was, dieser Typ, der immer so, haha, das, you know, das geht eigentlich anders. Oder? Okay. Yep. TikTok. Dieser eine Typ, der. Ach, sieht man so oft auf der Mainpage. Also ich. As for you, Page. Ich meine, so. Der ist halt bekannt. Okay, schau den hier an. Right? Den Typen. Sag mir nicht, der erinnert dich nicht an den TikToker hier. Ich bin nur auf German TikTok. Und die ganzen. I'm sorry. Weißt du, was ich immer noch nicht verstehe? Gib mal kurz. Ich verstehe nicht, warum sie nicht für den Trailer diesen Song genommen haben, der auf dem Soundtrack drauf ist. Der ist so geil. Ah, ich weiß, was du meinst. Diesen Run, Run, Run. Warum haben sie ihn nicht hergenommen? Der ist so gut. Oh nein. Ja, fair. Die haben ihn einfach nicht hergenommen. Wo ist die Tierlist? Ja, Firefox. Genau, weil wir haben noch drei Babys. Halloween Hound.
Dazu habe ich eine Anekdote. Ich bin... Ey, dann gib mir den Drink. Ich war hyped auf Halloween Haunt, weil er ab 18 war. Und ich bin ins Matheser gegangen. Ja, waren ins Matheser und hab nach Schweinegeld dafür ausgegeben. Ja, alter Cringe, wer es mit Matheser geht. Und ich wollte eigentlich... Ich war einfach nur hyped drauf, weil er ab 18 war und ich möchte, dass er endlich mal wieder so ein Film im Kino, der so ein bisschen brutal ist, ne? Und ich bin mit einem Kumpel von mir ins Kino und es war auch eine Spät und ich gehe echt nicht gerne die Spät, weil es wird einfach nur noch später nach der Spät und musste dann noch irgendwie heimkommen und der Film war so scheiße und ich bin euch ganz ehrlich, ich kann mir nicht erklären, warum der kein FSK 16 bekommen hat. Ich kann es mir einfach nicht erklären, man hat nichts gesehen, der war komplett... Bei Halloween Haunt, oder? Ja, der war komplett... Kind of zoned out right now. Oh ja, okay. Der war komplett PG-13 gefühlt. Man hat nichts gesehen, nichts. Und wie wir alle wissen, ein Horrorfilm ist besser, wenn man mehr Blut sieht. Nein, wenn dein Marketing darauf ausgelegt ist, dass es brutal ist und dann ist es nicht brutal. Featuring Games hat uns irgendwann einen Abend gewünscht. Ja, vorhin, vor ein paar Minuten, vor 2-3 Minuten. Voll verpasst. Lass mich mir was Cooles schreiben. Man, I got it. Okay. Dann kommen wir noch zu einem Baby. Titane. Weiß nicht, Titane ist, ich weiß nicht, also unter Horrorfilmfans, Titane schon hat einen Namen. Unter Leuten, die keine Horrorfilme gucken, ist Titane, glaube ich, untergegangen. Alter, Titane, was war das? Basically, sie fickt ein Auto in dem Film und wird schwanger von dem Auto. Alter, das ist so abgewagt. Wie kann man... Es gibt diese Art Horrorfilme, die einfach so ein weißt du, der Plot, einfach so die Zusammenfassung von dem, was im Film passiert. Und so, oh, ein Alien du kommt... Du hast den Film nicht gesehen. Okay, nein, ich erzähle über was anderes. Ein Alien kommt, macht jemanden schwanger oder so. Nee, du musst jetzt ein Alien-Baby großziehen, das die ganze Zeit schreit. Cooler Clip für einen fucking Film. Wer ist denn streamen jetzt mit einem Clip auf? Bruder, danke, du rettest mich aus dem Loch. Was sind so die abgefucktesten Horror-Premises? Also Titane ist echt ein Erlebnis gewesen. Dass wir waren da, als ich Uni hatte, da waren wir in Titane, weil ich Leute quasi dazu überredet habe, mit mir da reinzugehen, weil ein Kommilitone meint, so, der ist voll krass und voll krass und richtig gestört und so. Wir sind natürlich direkt, wir müssen da jetzt rein. Und dann sind wir da reingegangen und ich habe in unsere Klassengruppe, sag ich jetzt mal, gefragt, Leute, hat jemand Bock, mit mir und noch einem anderen in einen Horrorfilm zu gehen? Also ich habe echt gesagt, okay, es ist ein Horrorfilm. Und da hat sich halt ein Kommilitone von mir so gemeldet, ja, ich würde gerne mitkommen. Und ich glaube, er wusste nicht, worauf er sich einlässt, weil Titane hat ihn nachhaltig verstört. Er ist aus dem Film rausgegangen, hat gesagt, er weiß nicht, wie er glücklich werden soll im restlichen Leben, weil der Film einfach so so krass ist. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand manche Aspekte schon irgendwie so disturbing, dass ich es schon wieder gut fand, aber alles andere war einfach eher so ein bisschen so, oh, ich muss jetzt übertrieben artsy sein und ach Jan. Ich muss jetzt übertrieben artsy sein und muss irgendwie so, ja, keine Ahnung. Okay, imagine, dein Kumpel so, oh, ich gehe jetzt mit meinem Kumpel in den Film schauen, so ins Kino. Er lädt dich ein und ihr schaut einfach diesen Film hier an. Wo es darum geht, dass ein... Es ist nur eine Geschichte in dem Film, es ist ein Anthologiefilm. Okay, aber sie hat ein Arschloch als Mund und so... Und ihr Mund ist ihr Arschloch. Up. Es ist halt nicht nur so, sie dass... Sie ist durch ihr Arschloch. Sie rasiert es nicht mal. Hier sind Haare auf dem Arschloch. So ist es... So, du würdest denken so, okay, ich habe ein Arschloch als Mund. Ich denke mal, ich würde ihn zumindest rasieren, oder? Ja, schon. Sure. Ich würde es waxen. Und das sind diese Art Filme, mit denen gehst du aber nicht in Freunden rein. So Titane. Das ist nichts, was du so als, wir gehen als Freunde zusammen rein. Wir waren eine Woche später in den Kanto. Muss ich dazu sagen, wir waren in den Kanto. Okay. Wir gehen durch dick und dünn zusammen. Alright. Wir sind mit mir in den Musical-Film gegangen. Krass aus, Mann. Oh, schau mal, so haben sie es gemacht. Sie haben einfach so hier so Haare an den Mund geklebt. Und dann so, sie hat immer so einen O-Mund gemacht. Und dann haben sie es einfach mit VFX noch aufgerasht. Wild, oder? Echt wild. Also Anthologie, was waren da so sonst so abgefuckte Sachen drin?
was Ekliges mit Sex. Okay, lass mal kurz diesen Clip hier anschauen. War frisch gewaschen übrigens, gell? Ich hab meine auch schon voll gesaut. Toll. Oh, ich seh so glücklich aus. Ich bin noch nicht fertig, über die Titanen zu erzählen. Titane ist kein Film, in dem man mit Leuten geht, die man nicht gut kennt. Lass mir das gesagt sein, ist da manchmal ein bisschen unangenehm, aber es hat uns noch dicker zusammengebracht und jetzt sind wir eigentlich alle richtig gut miteinander, weil Titane uns verbunden hat. Also immer, wenn wir nichts zu reden haben, dann reden wir darüber, wie nachhaltig verstörend Titane war und das ist doch eigentlich ganz nice. So. Ich hab noch zwei Filme. Ich dachte, du hast diesen Plattformfilm gesehen, irgendwie, dass du den mal alleine geguckt hast. Das dachte ich irgendwie. Aus irgendeinem crazy Grund. Das ist so stark, das Zeug. Ja. Meine Backen glühen schon. Nee, ich habe wirklich kaum Alkohol reingetan. Also, ich habe so wenig wie. Ich habe wirklich. Also, klar, ich habe so. Das hier ist ein halber Ounce, okay? Okay, kann ich jetzt bitte noch den Rest ranken? Alright. Bevor du irgendwie was anderes machst. Lass uns kurz den Clip anschauen, wo du sagst, dass ich meine eigene Wäsche nicht wasche. Ja, aber deine Wasch, deine... Also. Hätte es eine von mir nehmen sollen. Ja, ich muss meine Hose selber waschen. Mir tut es weh, wenn ich die nass bin. Ich muss meine Hose selbst in den Wäschekorb legen. Wow. Die Hose war frisch gewaschen. Featuring Games. Danke, der Clip ist mega gut. Featuring Games. Ich mag den Clip sehr gerne. Ich wusste, dass Eis so dünn sein kann, Mann. Das ist crazy, wie dünn Eis sein kann. Ich glaube, ich stehe dazu, okay? You know, I'm living life, living fucking life. Leute, der Stream war richtig episch heute Nacht. Ich bin noch nicht fertig. Mom! So typisch. Mom! Ja, was ist noch deiner Mama? Ja. Yeah. Kann man vielleicht noch einen Schatten machen oder so? Nee, alright. Ich animiere es noch so. So, oh, wird's denn links unten gehen? Ah. You know what I'm saying? DVD-Logo. Kann ich jetzt bitte fertig machen? Alright. Ja, genau. Uns fehlt noch dieser Film. Ich weiß, es ist so ein Netflix-Film, wo es um diese Plattform geht. Yo, alles Kleber, what up? Was sagst du zu unserer Horror-Tierlist? Der ist super. You agree? Schaust du Horror? Der ist super. Ja, wir schauen jetzt den Horror-Trailer und machen eine Tierlist. Aber ich sag's dir, ich... Das ist ein Joke. Promising Young Woman ist so ein guter Film. Er hat Platz 1 auf jeder Genre-Liste verdient. Okay. Und wer nicht agreed, ist doof. Wollen wir eine Tierlist von so Rapper-Gruppen, aber nur von so diesen... Frauen, die so feministisch Rapper-Gruppen sind und dann eine Tierliste davon? Die kennst du doch alle gar nicht. Beim nee, Namen. Aber wir sollten uns Songs anhören. Dann das bist du gesperrt. I don't care. Ich bin so crazy. Ja, yo. Das ist meine Tierliste. Ey, yo. Würde ich sagen. Taylor Swift unten die Tarn. Okay, also wieso macht man einen Film, wo man... ein Autosex hat. Obwohl der noch besser war als... Also It Is Dying. Warte. Also die Sache einfach ganz unten ist. Wir sagen alles lieber nicht, wo It ist. Was ist für dich It? Ist für dich It? Ja, ist hier? Ja, sag mal, was ist It für dich? Was für Tier weil von wir strugglen mit S it. Bis D? Ich sag's mal gleich, wir mögen beide It. Ja. It ist ein guter Film. Ist okay. Aber als Horror so genieße Enthusiasmus. Ja, nee, aber sag mal, gib wo noch. Der erste und wo der zweite ist. Vom ja. Tier her. Dann sagen wir dir, wo wir ihn hinhaben. Aber ganz ehrlich, der Schauspieler hat geliefert. Oh mein Gott. Finn Wolfhard war geil. Er war der beste Mann. Ich finde Pennywise war mit Abstand der beste. Der, ja, macht er echt super. Er hat fucking seine gesamte fucking... Ja. Bill Ussi da reingelegt. Bussi? Er hat seine Bussi da reingelegt? Yeah. Okay. Ja. Yeah. Hey, mit seinem ganzen Körper, okay? Die Bussi-Szene war mir ein bisschen zu viel im Kino, aber ist okay, wenn man es so schaut. Ich habe einen kleinen Pennywise auf meinem Schreibtisch in der Arbeit stehen. Ja, sie haben im Kino haben diese Drinks verkauft, die so oben so eine kleine Plastiktüte drauf haben und sie ist einfach abgerissen und ja, mitgenommen. Mitgelassen. Oh, alles Kleber, was klebst du heute so? Gib uns die It. Dann sagen wir, wo wir es haben. Bei uns ist es B, was natürlich
Aber es geht ja nur um den ersten. Der zweite ist nicht bei B. Ich finde, wir sollten... Der zweite ist nicht bei B. Wir sollten It dafür wertschätzen, dass es ein Riesenbudget an Horrorfilme gebracht hat. Weil Horrorfilme haben nicht so ein Budget wie It. Die haben kleine Budgets. Ja gut, dann lassen wir es. Mindestens. Vielleicht sogar... Der zweite nicht. Vielleicht sogar A. Lass mich kurz das Argument für A bringen. Denn wir haben in Schmeckt A... Schmeckt so ekelhaft. Also das hier ist nicht meins, okay? Ich habe ihn für dich gemacht. Jan, probier bitte mal. Er schmeckt einfach nur noch ekelhaft an dem Punkt. Er schmeckt nur noch nach Tequila. Also, ich finde persönlich, dass er wie Eistee schmeckt. Und das ist ich ja das Ziel. Ich mag keinen Eistee. Wenn der nicht gesprudelt ist, dann will ich es nicht. Okay. Nur Club Mate. Gab es Filme, nachdem ihr nicht mehr schlafen könntet? Ja, Annette. Der hier. Kennst du Annette? Wir haben vorne schon einen Clip davon gesehen. Nur wenn ich so Duma-Filme gucke, dann zerstört mich richtig. Aber sonst, nee. Also ich kann eigentlich nach allem schlafen. Das tut mich nicht so auf. Der hier war krass. Der war echt. Der war krass. Also wild. Wilde Reise ins Neverland. Also sowas wir sind, glaube ich, nicht so, dass wir nicht schlafen können. Wir finden das dann eher cool und denken lange drüber nach. Das klingt so icky. Just saying. Wir sind ein bisschen die coolen Dudes. Wir sind ein bisschen die coolen Horror-Enjoyer. Die so über dem Rest stehen. Ich auch. Es muss was geben. Schlafen ist schon echt wild. Sagen wir beide einen Horrorfilm, der uns länger beschäftigt hat. Midsommar? Hereditary? Ja, so einfach im Kopf geblieben, dass einzelne Szenen immer wieder kamen, so wow, das war crazy und so. Sachen, die... Das habe ich mit Musicals. Okay. Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben voll den Musical-Zombie-Film vergessen. Aber es ist... Ja, okay. Aber, was mir eingefallen ist, ich habe mal im deutschen Theater ein Horror-Theaterstück gesehen. Das hat mich nachhaltig beschäftigt. Okay. Oh, geil. Ich weiß, ja, dieses, sie coole Tricks hatten. Das ist einfach nur Horror und sie ist einfach auf der Bühne aus dem Fernseher raus und ich weiß immer noch nicht, wie sie es gemacht haben. Das war geil. Das war richtig geil. Fand bei It Nice, dass sie 2017 rausgebracht haben, denn Pennywise erschien alle 27 Jahre, der alte Teil erschien 1990. Das ist cool. Das sind so geile Sachen, die... Das finde ich schon geil. Ja. Okay. Pennywise, er wird wiederkommen in 27. Ja, dann oder, nee, warte, das Sequel kam so in 2 Jahren raus. Also, okay. Ja, aber sie konnten ja auch nicht so lange warten. Das Beste am Sequel war, dass sie diesen einen Schauspieler dabei hatten, der einen lustigen, statt Finn Wolfhard, der erwachsene Finn Wolfhard ist. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber keine Ahnung, wer das ist. Ich hab seinen Namen vergessen. Er ist funny. Ist ein Comedian. Hey, schau, hier habe ich auch so ein paar Kampfspots. Also es ist nicht nur der. Hier sind auch so ein paar, siehst du? Ja. Hey. Oh mein Gott, es ist unglaublich, was für eine Apathie ich hier gerade spüre. Malignant hat mich beschäftigt. Candyman hat mich auch richtig beschäftigt, weil ich so sauer war wegen den Leuten, die laut waren im Kino. Ja. Fear Street fand ich immer noch kacke. Der Vivarium hat mich beschäftigt. Hier. Der hat mich emotional einfach. Den habe ich abgehakt gehabt in dem Moment, wo ich an dem Abend eingeschlafen bin, wirklich. Also der hat mich so runtergezogen, während ich ihn geschaut habe, weil das, was passiert, ist nicht emotional belastend, es ist emotional ausrottend. So, du verlierst alle Emotionen. Du steigerst dich da so rein immer, Alter. Dafür sind Filme da. Ich genieße aber Filme besser als du. Ich bin besser im Filme genießen als du. Ja, deswegen weinst du auch viel Sex, nie Emotionen, wenn du einen Film siehst. Das ist nur, weil ich ein Mann bin. Gotta be a man. Bist du? Meinst du, ich habe einfach keine Emotionen? Oh Mann. Ich musste bei Toy Story 4 so ein bisschen, da kamen mir die Tränen auf jeden Fall. Bei Toy Story? Okay. Ja, du hast ihn nicht gesehen. Der war cool. Ja, sorry. Aber nur die ersten zwei, den dritten lasse ich vielleicht auch noch durchgehen, aber danach war alles Bullshit und Sauce. Aber zum Beispiel Jigsaw dachte ich mir auch so, boah, cool, nices Marketing und dann war der Film auch für den Arsch. Ich hab den mit einem Kumpel von mir gesehen, wir waren beide so, lass ihn mal anschauen, Film ab 18. Und dann saßen wir so davor und dachten uns so, okay, es passiert einfach nichts, außer dass Leute abgeschlachtet werden. So, weißt du, brutal ist gut, aber du darfst nicht die Story vernachlässigen, weil sonst, ich will kein Gemetzel. So, das ist cringe, weil du siehst immer einen Trailer
Und dann ist sie so, das sieht so brutal aus, da will ich reingehen. So alles, was ihr wichtig ist. So, deswegen ist sie auch in Halloween Haunt gegangen. Und natürlich sind die Filme dann kacke, weil es ist nichts. Nee, ich erwarte halt von so einem Film, dass er nicht nur brutal ist. Soll ich den Mojito machen? Eh schon so gut. Okay, okay. Können wir auch im Stream kurz Gruselclips angucken? Wir können Dark Web Sachen angucken. Nee, wir machen auf jeden Fall Gruselclips jetzt noch, weil die Tierlist eh vorbei ist. Kannst du uns welche empfehlen? Ansonsten würden wir einfach welche nachschauen. Gruselclips? Du bist doch auch ja, in der Community drin. Ich schon Gruselclips. Du bist Mojito. Ja, aber da müssen wir uns teilen. Okay. Okay, bevor wir das Gruselclip-Segment machen, mache ich noch kurz einen Cocktail. Aber jetzt mal for real. Ich kenne keine Gruselclips. Wir können uns ein bisschen Pitch Perfect angucken. Ich habe kein Eis mehr. Ja, das ist natürlich blöd. Ich habe noch Pinguin-Eiswürfel, glaube ich, oben. Ich hole die Pinguin-Eiswürfel. Okay, boys. Ich mache noch einen zweiten Cocktail. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Bacardi Luxury Dark. Was ist Luxury Dark? Kennst du? Googeln wir gleich, okay. Kannst du es googeln kurz auf dem Handy? Wie schreibt man das? Da steht's. Bro, ich bin gerade voll neben. Saw 8 ist welcher Saw? Ist es? Alter, Saw 8? Es gibt 8? Ist Saw, Spiral Saw 8? Ist das der? Diskutiert das bitte gerne kurz. Das. Aber ist Saw 8 Saw Spiral? Okay, gut. Yes. Jigsaw ist das. Ja, Jigsaw war einfach out of context. Oh mein Gott, da haben sich zwei gefunden. Ich weiß nicht, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht alle gesehen, aber einfach aus dem Grund, dass mir dieses Sinn, ich habe Saw 7 habe ich gesehen, diesen 3D-Vollendung. Jo, alles clever. Danke für den Follow. Und ich habe die ersten drei gesehen. Und irgendeinen in der Mitte auch noch irgendwann mal. Aber, und eben Jigsaw. Und ich liebe das Poster und die DVD-Verpackung von Jigsaw. Ich finde die so cool. Einfach geiles, gutes Design. Einfach smart, einfach nicht sonderlich smart oder so, aber einfach gut gemacht. Und dann war der Film einfach so scheiße. Also, obwohl ich die Verpackung cool finde, konnte ich es nicht übers Herz bringen, mir den zu kaufen. Weil ich einfach so, oh nee, Mann, wirklich für den Arsch. Aus Spiral aber? Ja, instant. Den hole ich mir noch. Okay. Lass mich vielleicht noch eine zweite Kamera absetzen, dass wir einen zweiten View haben. Wie wäre das? Die Kamera geht nicht von dem VR. Das ist doch schade. Das ist normale. Ich hab's versucht. Nee. Hast du Saw Spiral gesehen? Alles Kleber? Sag mal. Ja, letzten mal. Oktober ist der rausgekommen. Mochtest du den? Das Ende war wack, aber ich verzeih ihnen das Ende sehr. Einfach aus dem Grund, dass sie es nicht anders machen. Wir sind noch da. Das war einfach... Die wegschmeißen in den blauen. Das war einfach... Das mit Saw Spiral. Notwehr war das mit Saw Spiral. Aber wir waren schlecht, oder? Nö, wie gesagt, also viele fanden das richtig unangebracht mit den Jokes von dem einen und dass sie auch schlecht waren. Ich fand's lustig. Natürlich habe ich mich jetzt nicht totgelacht, so wie bei Fleabag oder so, aber... Ja, ich habe bei Fleabag totgelacht. Aber... Hab ich nicht gesehen. Nichts Gutes gehört. Dann hörst du jetzt was Gutes. Hey, ich machte den. Hey, bei Horrorfilmen, die Meinungen sind immer so wild anders. Man muss sich ja was in der eigene machen. Ja. Also man darf wirklich nie auf Leute hören. Darf man nicht. Also wenn du einen Trailer siehst und sagst, okay, ich finde das jetzt interessant, aber in den Kommentaren sagen Leute, ja, scheiße, schauen die trotzdem an, weil die Leute in den Kommentaren haben, bei Horrorfilmen, da ist es nochmal ganz andere. So bei Disney-Filmen finde ich, da ist es entweder so, die Leute sind einer Meinung, also da gibt es nie irgendwie so oder selten Leute, die so richtig out of the bag sind und sagen, aber bei Horrorfilmen ist es wirklich so,
Ich habe schon Tierlists gesehen, wo ich mir immer nur sage, das kann nicht dein Ernst sein. Da war Antlers ganz am Ende und Candyman war auch nicht irgendwie so weit oben und ich dachte mir nur so, okay, what? Aber ja, also Saw Spiral, das ist auch wieder so, man mag es oder man mag es nicht. Es gibt da nicht wirklich so ein, es gibt niemanden, der sagt so, oh ja, ist okay. Über nur so, die sagen so, ja, das ist voll für den Arsch. Und dann gibt es die, die sagen, ja, hat Spaß gemacht. Man, es hat Spaß gemacht. Ich fand auch, er war nicht ganz so brutal, wie Leute es wollten. Oder ich glaube, viele Leute haben Saw Spiral sich ein bisschen brutaler vorgestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das so auf den Sack in den letzten Teilen, dass es nur noch brutal war und eigentlich gar nichts mehr sonst. Oh mein Gott, das kommt ja richtig in Fahrt. Und so war es wenigstens ein bisschen, es war Story ein bisschen und es war auch ein bisschen lustig und man, die Charaktere waren auch irgendwie so, irgendwie hast du dich schon, die waren wenigstens so ein bisschen am Start. Also ich finde, er ist ein Watch wert. Ein Watch ist er wert. Wenn man die anderen Saw-Teile mochte oder einen von den anderen mochte oder die ersten drei mochte, kann man sich den gut geben. Und dann hat man, dann schaut man einfach mal, ob es einem, ein guter Horrorfilm macht die Story aus. Ist das so? Und das Monster. Ja, yeah, das Monster und die Story. Das Monster und die Story. Weil das Monster, obwohl, schau dir Archive 81 an. Das ist ein cooles Monster. Aber ist das nicht so gut gemacht? Ja, ich rede, wenn ich sage ein gutes Monster, dann sage ich, dann meine ich damit gutes Design. Oder gutes Monster. Was macht das Monster? Was kann das Monster? Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Ja, das ist das Wichtigste. Aber so. Story... Und was es macht, die Konsequenzen von dem, was das Monster macht. Story is above it all, meiner Meinung nach. Ach, ich finde Story auch. Weil, was willst du ohne eine Story? So, können sie so viel abschlachten, wie sie wollen, ohne eine Story juckt's doch nicht. Weil wenn du nicht mal für einen Charakter in der Geschichte Empathie hast und irgendwie an dem hängst... Das ist so schlimm, wenn du alle hast. Das ist ein Horrorfilm, wenn alle Charaktere einfach scheiße sind. Dann, was willst du denn finden? Dann ist der Film ja uninteressant. Hey, welcher Film hatte das letztens, wo einfach alle Charaktere so scheiße sind? Nightmare Alley. War Nightmare Alley. Ich alle. Ja, nur der Direktor, aber... Nee, ich habe letztens was gesehen, aber ich so, wow, und ich mag nichts davon hier. Wie ist der Resident Evil Film? Ich habe den auch nicht gesehen. Fuck, der sollte auf die Tierlist, wir hätten ihn schauen sollen. In Raccoon City, Welcome to Raccoon. Ich hätte den fast gesehen und dann sind wir in Encanto gegangen. Weil dann war jemand dabei, der keinen Horrorfilm sehen wollte und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in Encanto. Kurz ein bisschen leiser. Also, ich, war eine gute Entscheidung, Encanto war cool. Ich habe den Resident Evil Film auch nicht gesehen. Ich hab's leiser gestellt. Aber die Resident Evil 7 und 8, die sind molto bene, die mögen wir. Kann ich vielleicht das so weit rauszoomen, dass wir uns so... Oh, man sieht uns noch! Check it out! Hallo! Die Spiele machen so Spaß. Ich hab den ersten Film gesehen mal. Resident Evil. Oh, den mochte ich. Der sollte auf die Tierlist. Wo wäre der erste auf der T-List? Boah, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Horrorfilme, die Leute gehen im Dunkeln, ein verlassenes Haus, jeder andere in Real Life würde weggehen. Ja! Wir nicht? Wir würden reingehen, Mann. Wir sind so crazy. Wir sind so crazy, oh mein Gott. Also, for the record, ich würde meine Beine in die Hand nehmen. Also, ich gehe basically einfach nicht raus wegen meiner Arbeit, deswegen. Resident Evil 1 ist für mich A oder B. A oder B. Aber so genießbarer Film. Gut. Das ist crazy? Das ist crazy? Ich meine, weil er ist fun. Er ist fun. Oder was auch noch so richtig typisch ist, so, sie ziehen in ein neues Haus und dann ist entweder irgendwie das Haus possessed oder das Kind oder irgendwie so eine Scheiße, oder sie gehen in irgendeinen Wald, wo irgendwie so eine Cabin ist und da chillen sie dann und dann ist da irgendwas böse. Aber gerade ist es so Kult ist eben... Ja, so Kult-Scheiße.
leider kein Eis mehr, was mega cringe ist. Als Cocktailmacher sollte man immer Eis haben. Haha, das stimmt auch. Aber ich wollte mal mit meinen Kommilitonen, wenn ich wieder eine Uni-Phase habe, dass wir dann mal in Lost Place gehen. Das haben wir schon eigentlich ausgemacht. Alright. Oh mein Gott, das Sprudelwasser? Es gibt bei uns, gibt hier nie Sprudelwasser. Ich will nur so scheiß Leitungswasser, Mann. Ich will, dass es sprudelt. Ich will, dass es mir die Sicherung raushaut, wenn ich Wasser trinke. Wenn es gehen würde, würde ich Sprudel pur trinken. Sprudel ohne Wasser. Einfach nur Kohlenstoffdioxid. Ja. For real? Was CO2? Ja. Helft bei euch Scary Movie in die Horror-Kategorie. Nee, ist ein bisschen leise hier so. Nee, Mann. Für mich nicht. Sorry. Scary Movie ist Comedy in meinen Augen oder Parodie oder so, ist nicht gruselig. Heißt nicht, dass es nicht Spaß macht, dass es nicht gut ist, aber nur für mich nicht Horror. Aber ich habe auch Promising Young Woman in die Tierlist getan. Vielleicht sollte man auf meine Meinung nicht so ein Fuck geben. True. Oh mein Gott! Irgendwann fällt das Teil noch runter und dann wird es bereuen. Wie viel hat die nochmal gekostet? 1500? Mit einem zusammen? Geldscheiße. Ich glaube 2000 insgesamt. Geldscheiße. Das ist so privilegiert, Streamer zu sein oder so. Ich muss jetzt mein reiches, extravagantes Leben teilen mit Leuten. Also können wir auch einfach kurz Dreieckskind seinen Stream abchecken? Da sehen wir genau das Gegenteil. Da sehen wir jemanden, der echt viel erreichen wird und genau, ich wünsche es ihm. Also das ist ja echt, ja, das ist ein freundlich gemeinter Diss. Ich möchte nicht wieder Missverständnisse machen. So, genau, das war schon mal. Wie komme ich zu seinem Channel? Ich finde das auf Twitch so verwirrend. Ich will auf ihn klicken, aber dann komme ich nirgendwo hin. Hier, okay. Guckt ihr Filme auf DVD oder Netflix? Alles. Filme, Blu-ray, Netflix. Meistens so VHS, ehrlich gesagt, um so die wirkliches Horror-Feeling zu kriegen. Meistens schauen wir die im Kino. Ja. Mit Vorliebe im Kino, sonst eigentlich eher auf Streaming-Diensten. Ey, yo, hier ist Phyllis online. Ist nicht so. Also ich Ding ist, ich will keine Filme auf Blu-ray kaufen, die ich nicht mag. Deswegen, ich kaufe nur Filme auf Blu-ray, die ich schon gesehen habe. Das ist vielleicht ein bisschen dumm, aber es geht um den Sammler. Menschen sind Sammler, okay? Und ich gehöre dazu und ich sammle einfach Horror-Blu-rays oder Blu-rays allgemein oder so Filme halt. Ja. Aber ich lese nicht alle Filme zu kaufen, weil es der Film schlägt. Wir streamen die meisten auf Prime oder wo auch immer, keine Ahnung. Wenn der Film dann gut ist, dann hole ich mir das Blu-ray. Einfach nur mit zu sammeln. Ich will nur die guten, gute Qualitätszeug im Regal haben. Okay, ja. Dann bitte. Probier den Bruder mal, bevor wir Horror Kids anschauen. Musik ist etwas laut. Alright. I got you, fam. Schmeckt besser als das davor. Ja. Okay, wir machen jetzt Horror Clips. Und wir fangen an mit. Kleiner Blast from the Past. Ich kenne nur dieses Disturbing Movie Iceberg. Diese eine Stunde dumm. What? You drunk? Not true. Out! Don't let me see you again! Das ist The Witcher 1, von dem Spiel The Witcher 1. Wurde mir gerade empfohlen. Okay, lass uns auf YouTube gehen. Oh mein Gott. Okay. Wir suchen nach. Das war irgendwie so Luxury Dog. Shit, Mann, zu viel Kram auf meinem Schreibtisch gerade. Luxury Dog hieß was, es doch, was oder? Ist das? Das ist meins. wonach suchen wir? Ist doch Luxury Dog, oder? Im Horror-Clip. Oh, what the fuck. Die sind leider jetzt so riesig hier. Ja, raus.
the fuck is going on? Wo ist mein... Wo ist mein kleiner gelber Rand? Er stretcht mich. Fuck. Stay in your fucking room. Scheiße, der Ballon ist weg. Mayday. Der Ballon ist weg. Alter, wo hab ich chatten? Cringe. Ist gut gemacht. Hey, sorry. Wie viel hat das Keyboard gekostet? Hey, chill. Intermission. Fuck. Ich hab mein ganzes Keyboard voll mit Zucker gemacht. Ich bin schlecht in sowas. Ich bin kein Multitasker. Gib mir eine Sekunde. So, machen wir Musik wieder an, oder? The woman was too. Ist leer. Es ist aus. Okay, boah, aber yo, ich hab ein vergessenes Motorrad mit Saft voll gemacht. Das ist cool. Weißt du, was voll crazy ist, Jan? Dass das richtig verrückt ist. Dass das voll verrückt ist. Vor einer halben Minute habe ich gedacht, da fällt gleich was drauf. Oh, das ist sehr. Wow, okay. Wow. Das ist fucking Horrorfilm in real life, Alter. Ah, shit. Das kannst du wegholen. Das Ding auseinandernehmen. Was für ein Müll. Nein, das ist dich. Oh, shit, Mann. Wenn du auch immer mit so Beträgen hier rumspielst. How about that? Ey, das ist fun. Aber wenn einem sowas passiert. Schau, wie cool das Shit stops right here. Schau, wie cool das aussieht. Jigsaw nur im Kino. Okay. Das schaut echt cool aus. Yo, the G-Fam live. Sehr cooles Poster. Ey, yo, the G-Fam. Ah, Koffarino ist da. Oh, Koffarino. Bruder. Na. Ich hab grad so viel Saft auf. Leute, F in Chat für das Keyboard. Mann, F in Chat. Gib mir alle ein Sad B in Chat. SRDB. Ja, gut geht's uns. Also, dem Keyboard nicht, aber uns schon. Ja. Im Keyboard, dem geht's nicht so gut. Wie viel hat das nochmal gekostet? 150. 150 Euro? Ja. Wie viel Merchandising ich mir dafür kaufen könnte? Ja. Wild. Wild. Immer noch Saft raus. Wild. Gefährlich und wild. Ja, das ist Mechanical. Oder? Ja, jetzt muss ich alle Keys hier rausholen und den Saft raussäubern morgen. Den Saft. Ich hasse es, Keys raus und rein zu tun. Das finde ich super nervig. Ich habe das immer aus Spaß gemacht, weil mir langweilig war. Als ich noch eins hatte, so ein Mechanical Keyboard. Ich bin so different. Ich bin so. Pick me. Boah, zoom bitte wieder raus, Alter. Das ist eine Strafe für die zuschauen. Ich würde einen Sub droppen, wenn ich könnte. Du bist nie hier. Drop keinen Sub. Sorry, was ich eigentlich sagen wollte ist, cool, dass du da bist und es geht mir nicht gut gerade, Mann. Ich hab mein Keyboard zerstört. Wird klebrig sein, es wird eklig sein, ich muss es säubern. Okay, hey, wir machen kurz Intermission. Keyboard Subathon? Was wäre ein Keyboard Subathon? Selbstverständlich keine Getränke neben meiner Tastatur. Man, du bist einfach so ein bisschen intelligenter als ich. Und das, you know, you and me, we're not the same. Name checks out. Simpleton. Wichser. Okay. Ich tue das Brett weg. Sind eh fertig mit Drinks. Du bist schlecht. Ja, aber deswegen, you know, honestly, ich hab kein Handtuch. Aber weil ich weiß, dass ich ein
hoffnungsloser Wichser bin, der einfach sowas nicht packt. Hast du ein Ersatz-Keyboard? Ich hab eins, aber es funktioniert nicht. Dann ist es kein Ersatz-Keyboard, wenn es nicht funktioniert, oder? Nein, ich hab ein Ersatz-Keyboard, aber das hier funktioniert noch. So. Das ist aber nur ein bisschen in Reis legen, oder? Reis, in Reis legen. Feuchtigkeit raus. Ja, das ist andere Musik an, das packe ich nicht gerade. Ja, mach du was an. Irgendwas hörst du, gebannt wirst. Der redet die ganze Zeit, es geht mir mega auf den Sack, Alter. Was für Drinks haben wir? Wir haben einmal das hier, das ist ein Mojito. Shut up. Und dann haben wir noch... Ich habe Cocktails ohne Rezept gemacht und... Das eine hat so widerlich geschmeckt. Das schmeckt wie Arschwasser. Das eine hat scheiße geschmeckt, aber das war eigentlich relativ nach Rezept. Es hat einfach nach Arschwasser mit Klabusterbeeren geschmeckt. So hat's geschmeckt. Und das war ein Hugo. Schmackofatz. Findet ihr Englisch oder deutsche Stimmen in Filmen besser? Okay, hear me out. Ich war früher ein Verfechter von deutschen Synchronfassungen. Ein Hardcore-Verfechter. Und ich sage immer noch, man sollte, wenn man jetzt mit seiner Oma ins Kino geht oder mit seiner Familie, einfach keinen Deal draus machen und einfach auf Deutsch gehen, weil diese Industrie, es ist mega cool, dass wir die haben, weil so viel mehr Filme nach Deutschland kommen, weil die halt synchronisiert werden können und im Kino laufen können und so weiter. Weil halt viele Leute nicht auf Englisch gehen, weil sie es halt einfach nicht verstehen. Also viel Liebe raus in die deutsche Synchronindustrie. Aber ich schaue Filme nur noch auf Englisch. Nur noch auf Englisch mit deutschen Untertiteln, außer Megamind. Megamind ist auf Deutsch so viel besser, weil der Synchronsprecher von Megamind in der deutschen Fassung einfach eine geile Stimme hat, die viel besser ist als die Stimme von Will Ferrell. I said what I said. Also ich finde, das ist der einzige Film, den ich wirklich noch auf Deutsch gucke, aber es hat auch so Nostalgie wert. Aber ich bin leider so jemand, der alles mit Untertiteln guckt. Auf Englisch mit deutschen Untertiteln, auch im Kino. Ich suche extra nach Vorstellungen, die original mit deutschen Untertiteln sind. Einfach zu Verständniszwecken, weil wenn ich ins Kino gehe und einen Zehner für den Eintritt zahle, dann will ich den Film auch schon irgendwie verstehen. Und auf der anderen Seite, ich mir immer nur so ein bisschen Lesetraining schadet auch irgendwie nicht. Ja. Auf Englisch ist immer besser, außer Megamind. Und Phantom der Oper, der Film ist auf Deutsch auch besser, weil da singen das Leute, die singen können. Und Jared Butler kann nicht singen. Und das man hört es leider. In der deutschen Synchronfassung haben sie da Profis genommen. Aber sonst alles auf Englisch. Bestimmt, ja. Aber ich glaube, ich könnte nicht ohne Untertitel was angucken. Ich glaube, das wäre mir zu hart, also zu anstrengend einfach. Ich weiß nicht. Also ich habe es schon mal probiert, aber also ich war, glaube ich, mal in einem englischen Film ohne Untertitel und da habe ich nicht so viel mitbekommen. Also das war... Es kommt immer halt drauf an, wenn die halt mit einem harten Dialekt sprechen, bin ich halt einfach raus, aber das kann man halt auch nicht erwarten. Ich bin kein Native Speaker und ich bin auch far away, jemals ein Native Speaker zu sein. Aber so, ich finde es schon gut, weil Dan will immer alles auf Englisch sehen und mir ist es halt eigentlich schon recht wurscht so. Und dann ist halt die goldene Mitte so auf Englisch mit deutschem Untertitel, dann verstehe ich wenigstens den Film und Dan muss nicht weinen, weil es synchron ist. Ja. Ich muss ziemlich oft weinen. Aber ich muss echt sagen, so seit ich Sachen auf Englisch gucke, die Aussprache ist schon besser. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Fleabag, wenn du das auf Deutsch schaust, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Oh mein Gott, ja. Das ist so schlimm auf Deutsch. Wie kannst du britischen Humor auf Deutsch schauen? Ja, allgemein, der Dialekt fehlt doch dann komplett. Ja. Yeah. Krass, dass du... Ich meine, wenn du jetzt in die Vergangenheit reist und mit deinem Ich von vor 5 Jahren redest, das wäre wild. Nee, ich fand's süß, wie ich das verteidigt habe damals. Okay. Aber ich war voll cute damals. Ich finde echt die Synchronindustrie Deutschland super. Alright. Die machen das schon echt gut im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Ja. Ja. Aber gleichzeitig ist man noch synchron.
Ich bin da nicht so, ich finde das echt super. Weil viele Filme halt auch nur die Audience haben, die sie haben, weil es eine Synchronfassung gibt, weil einfach viele Leute das nicht verstehen. So, es gibt Filme, in die könnten halt ältere Leute nicht reingehen. Weil es. Du wolltest noch einen Song suchen. Nee, keine Ahnung, oder? Ja, cool, dass wir deutsche Dubs haben, Privileg. Ja, voll. For sure. Es ist mega das Privileg und ja. Ja. Aber weißt du, schau mal, es ist besser, aber ich habe auch keinen Bock, mich mit Leuten zu streiten, nur weil die den auf Deutsch sehen wollen. Dann bin ich einfach the bigger person und sag so, mein Güte, dann schaue ich den halt auf Deutsch an. Witze von Englisch auf Deutsch passen nicht immer. Zum Beispiel kannst du dich über englische Witze auf Deutsch synchronisieren. Manchmal funktioniert's. Nein. Doch. Das funktioniert nie. Manchmal funktioniert's. Manchmal ist der Witz im Deutschen gut, okay? So wie zum Beispiel die Mr. Krabs-Szene, wo er so ist, so, ich bin Benjamin Blümchen, okay, fair. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde, Alice Kleber hat recht, es gibt Ausnahmen, aber... Alice Kleber hat recht, es gibt manche Ausnahmen. Aber du verlierst jedes Mal Wert, wenn du einen Witz versuchst, auf Deutsch zu übersetzen. Das ist... Oh, that's how it is. Ich finde Wicked auf Deutsch aber auch besser als auf Englisch zum Beispiel. Das ist was anderes, das ist ein bisschen was anderes. Es ist actually genau dasselbe, es sind sogar übersetzte Songs. Doch, da fällt die Übersetzung im Deutsch. Das ist ein sehr seltener Fall, sehr ja, seltener Einzelfall. Ja, ein seltener Fall. Aber da muss ich mal kurz auf Megamind zurückkommen. Oh my god, let's go. Es gibt diese Stelle in dem Film, wo Roxanne in irgendwie seine böse Höhle da einbricht. Und dann gibt's da dieses, da sagt sie so irgendwie, er sagt so zu ihr, ja, gucken Sie da, das könnte extrem interessant sein, da steht der Exit über der Tür. Und das funktioniert im Deutschen wie im Englischen gleich gut, weil extremely interesting und extrem interessant dasselbe ist. Aber es ist eine Ausnahme. Eine spezielle Ausnahme, die mir gerade eingefallen ist. Weil ich den Film irgendwie, ich glaube, zweimal in den letzten Tagen gesehen habe oder so. Lass uns kurz was machen, okay? Ich bin einfach süchtig. My turn. Schönes Bild. Boah, aber wirklich bei dem, es gibt aber auch, wo die deutsche Übersetzung der Witz besser ist, fällt mir nichts ein, gerade spontan so. Mr. Krabs. Deine Zeit zu scheinen. Oh, aber das kann ich nicht. Das ist die falsche Szene. Ich kann... Obwohl, ist das auf Deutsch? Mhm. Oh Gott, das planiere ich mit das Megamind herauszufordern. Das ist groß genug für zwei Superschurken. Ein Schurke magst du ja sein, aber super bist du nicht. Ja, wohin liegt der Unterschied? Im Auftritt. Er hat den Film immer zu oft gesehen. Ich kann das ist der beste Clip, den ich je hab. Okay. Ich kann das fast bei jeder Szene. Okay. Fast jeder. Warte, musst du mal Mikrofon hier. I have mentally issues. Oh shit, hier ist ein langer Text. Bei SpongeBob ist der Witz mit Benjamin Blümchen besser als in Englisch, da der Synchronsprecher auch nicht. Genau, yes. Siehst du, er weiß genau, was ich meine. Er wusste, was ich meine. Ich habe SpongeBob nie gesehen. War keine Cartoons. Was suchst du? Okay, warte. Ich will noch ein bisschen mega mein Synchron sprechen. Gib mir eine Sekunde. Ich fühle mich total so irgendwie als mit dem Headset. Worüber haben wir gerade geredet? Wir haben darüber geredet, dass englische Synchronfassungen und deutsche und wie das so alles ist. Ja. Megamind und okay. Deutsche Witze auf Englisch übersetzen und andersrum. Ja. Darüber haben wir gesprochen. Ja, gib mir noch ganz kurz hier, okay? Was ist so eine amerikanische Fragenshow? Mit Fragen, mit so Questions, so. Who's gonna be a millionaire? Ja. Oh ja, Mann. Hey, Joe.
diesen Clip hier. Ich präsentiere euch einen Clip, wo ich sage, dass meine Mom meine Wäsche wäscht und ich einfach nur das Zeug in den Wäschekorb lege. Oh, welchen Charakter würdet ihr synchronisieren, egal aus welchem Film? Egal aus welchem Film? Safe ein Animationscharakter. Sailor Moon. Safe, safe. Ich weiß es nicht. Soll ich diesen Clip löschen oder nicht? Elsa. Das ist die Frage. Safe Elsa. Ich stelle euch gerade die Frage, soll ich diesen Clip löschen, wo ich blamiert werde, dass einfach so... Alter, wenn du das löscht, bist du richtig das Opfer, Alter. Ich weiß, aber Leute werden es nie erfahren. Das ist das Schöne daran. Ich glaube, ich würde Elsa synchronisieren wollen. Die Hauptcharakterin von Promising Young Woman auf Deutsch, die deutsche Synchro, die würde ich gerne machen. Aber eigentlich am liebsten so Elsa oder so. Irgendwie so ein Animationscharakter, der so richtig viel so... Ich glaube, Animationscharaktere synchronisieren macht richtig viel Spaß. Und ich finde auch, Animationsfilme kann man auf Deutsch genauso gut wie auf Englisch, weil da ist es ja eigentlich wurscht. Same game eigentlich, da ist nichts... So. Ich glaube, da kommt es ja nur noch auf die Präferenz an, welche Sprache man einfach lieber mag und lieber anhört, aber ich finde, da ist es wirklich egal. Das Stück liegt aus unserem Gedächtnis. Ja, beides. Auf jeden Fall beides. Direkt geblitzt. Blitzdings, wie das heißt, da, bei Men in Black. Ja. Heißt doch so, oder? Ja. Blitzdings. Ja, fett eine Minze erwischt. Ja, ich krieg die ganze Zeit im Mund. Du hast die gegessen! Hier waren mal so 20 Minze drin, es ist nur noch ein Blatt drin, seht ihr alle gegessen? Ja, ich bin Vegetarier. What the fuck, die isst man nicht. Natürlich isst man die. Oh mein Gott. Ich hab dafür bezahlt, ich esse das. Das ist so gut. Löscht du das jetzt wirklich? Ich mach einen Poll. Ich würde es richtig korrekt, wenn ihr alle sagt, dass es da bleiben soll. Ich finde, ihr solltet einfach so entscheiden, wie ihr es für richtig halten wird. Ich habe gestern mit Tobi freche Mädchen angefunden. Danach habe ich mir Megamind nochmal reingezogen. Immer wenn es mir irgendwie nicht so gut geht in meinem Kopf, dann muss ich mir diesen Film geben. Das ist wie so ein Coping-Mechanism. Here you go, guys. Der Clip hier. Ich finde den mega funny. Frisch gewaschen übrigens, gell? Ich hab meine auch schon voll gesaugt. Toll. Ja, aber deine Waschstände. Hättest eine von. Hättest eine von mir nehmen sollen. Ja, ich muss meine Hose selber waschen. Mir tut es weh, wenn ich die nass. Ich muss meine Hose selbst in den Wäschekorb legen. Wow. Das ist so krass, Mann. Leute, ich wohne zu Hause, okay? Ich wohne bei meinen Eltern, okay? That's just how it be, alright? Dass du deine Mutter einfach ausnutzt, ja, fein, Alter. Das hast du auch gemacht. Das habt ihr alle gemacht, okay? Ja, aber nicht mit 21. Ah, Entschuldigung, 22. Hey, respected. Und das Poll geht langsam dem Ende zu und ich habe leider überhaupt gar keine Votes bekommen. Ja, aber Kofferino hat gesagt, behalten. Nee, du musst Ausrufezeichen behalten machen, wenn du es... Oh fuck, ich habe 4 Viewer, das heißt, viele Leute haben es gerade gesehen. Ach was, wieso habe ich jetzt gerade so die meisten Viewer vom ganzen Abend? Was für ein Scheiß ist das denn? Das ist nicht okay. Haben wir das hier angemacht? Hier kommt die ganze Zeit so Stimmen wie so... Ja. Das ist der Lieblingssohn aus der Familie. Du weißt es, Mann. Genau. Das ist halt lustig, weil er der einzige Sohn ist. That is not funny. Immer noch nicht. Er kann nur der Lieblingssohn sein, weil er der einzige ist. Habe ich schon Votes? Ich hoffe, mein Backend hier gerade, mein... ich glaube, ich muss sagen, so, Vote. Habe ich jetzt einen Vote? Alter, wie funktioniert das? Also erfahrungsgemäß ist das Problem auf 5 cm vorm Bildschirm. Oh, schau mal, ich hab hier so ein Typo gemacht. Das heißt, ich muss das hier kopieren und dann funktioniert's. Glaube ich. Right? Gib dir eine Sekunde. Fuck, Mann! Ah, es ist so broken! Das ist echt ein cooles Poster. Alright. Das Jigsaw-Poster?
Wollen wir noch Horrorclips anschauen? Oder wollen wir ein bisschen so weitermachen mit was anderem? Ich weiß nicht, was willst du noch machen? Wie ist los? Nichts. Nichts. Leute, das sind nicht. Wir können auch mal. 2 von 5 Sterne. Das war Jigsaw, oder? Ja, Jigsaw so. Ja, okay, diese Wortfunktion geht irgendwie bei nicht. Ich stell's hier mal. Richtig geiler Drip, Alter. Der Auftritt macht einen Unterschied. Das war ein Clip wert, oder? Mein Was Liga auch nice wäre. Synchro. Ich kann den ganzen Film. Hier Leute, nicht wundern, in der Antwort werde ich jetzt. Ich kann wirklich den ganzen Film. Also an dem Punkt ist es nicht mehr. 5 gruselige Videos, die niemand Hallo, erklären Freunde. Kann. Heute schauen wir uns Geil. Oh mein Gott, da bin ich. Geil. Das bin ich, wenn ich in der Früh aus dem Bett klettere und in die Arbeit gehe. Okay. Und Menschen, die erstarrt sind und sich nicht bewegen können, haltet euch gut fest. Ja, Mann, ich halte mich fest. Wird es gruselig. Geil, Mann. Jetzt wird's gruselig. Das klingt wie so eine Unmod bei so einem Haunted House. Ja. Das wir sind immer auch zu groß, Mann. Mensch. Redet jetzt die ganze Bei einem Zeit, solchen ich mich da gruseln. Weißt du vielleicht, was dich als nächstes Video erwartet? Der Soll ich so einen Channel noch machen? Sollte das mein Channel sein? Nein, zugänglich. Aber es gibt nur sehr wenige Informationen darüber. Das Video stammt von Du bist gerade so endkonzentriert. Mit mehreren Kameraansichten. Zuerst sieht man einen seltsamen Mann. Ein seltsamer Mann. Kreatur oder ich hab man, sieht ja ein bisschen mit Die Cams, ja, die Cams waren mit Absicht verzogen. Ja. Das war ein lustiger Witz. Ja, das war ein ziemlich fucking lustiger Witz. Ja, aber das schaut irgendwie schon so aus wie eine Doku gefühlt. Ja, das ist so ein ganzes Genre auf YouTube. Die machen so diese analysieren Videos und dann am Ende fragen sie mal so, glaubt ihr, es war wahr? Oder glaubt ihr, es ist... Wie dieses mit diesem einen Dude. Ja, wie Twilight Zone, ja. Nee, ich meine dieses X-Faktor. Das ist basically Twilight Zone, ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Good morning! Glaubst du, das ist echt? Ja, da war eine Windel an. Das ist CGI. Eindeutig CGI. Scheiße, Mann. Meine Eltern sagen so oft zu mir, wenn du dir sowas anschaust, dann kannst du halt nicht schlafen. So, for the record, ich bin 21. Ich liebe es, dass einfach ein Typ das aufgenommen hat in seinem Basement, wie er einfach so rumhüpft ohne Klamotten. Er ist einfach so ein armer Student, der irgendwie Alter, schau dir sein Gesicht an. Das ist echt einfach so ein Studentenleben. Das ist so einfach eine Kamera in einem Studentenwohnheim. So, wenn fucking Maggi ausverkauft ist und es einfach keine Rahmen mehr gibt. Wenn die Rahmen weg wenn sind. Wenn die Rahmen bei Kaufland ausverkauft sind. Oh mein Gott! No way! No way! Es ist ein Greenscreen! Schau mal, er geht hier einfach durch ein Greenscreen gerade durch. Krass, hast du das gesehen? Nee. Er hat einfach einen Greenscreen hier aufgebaut und es geht jetzt gerade so durch das Papier-Greenscreen Mann, durch. Du machst alles kaputt. Siehst du? Wie geil das ist, Mann. Oh mein Gott, man sieht sogar, es ist ein Ja, also, ist halt geil. Wenn ich das sogar sehe. Echt oder fake? Ihr entscheidet. Schreibt's in die Kommentare. Okay, lass mal auf dieses Luxury-Ding da. Life is Luxury. Das ist von Life. Er springt durch den Boden und bricht in Jennifers Zimmer ein. Er springt ist das überhaupt ein Mensch oder viel eher eine Kreatur? That's so fucking funny, man. Weißt du, wenn er wenigstens nackt wäre, man seinen Schwanz sehen würde, das gell? Ist, ja, das wäre viel besser. Not disturbing. Das ist im Grunde einfach ein Meme. So, das ist Nudity ist funny, immer man. Disturbing. Das habe ich früher mal gesagt und dann habe ich Videos gemacht, wie ich nackt war und an meine Freunde geschickt. Weil ich disturbing sein wollte. Ja, das war ziemlich funny. Nee, hast du nie das Geburtstagsgeschenk für Andy gesehen zum ja, mit der Grafikkarte? Hast du das nie gesehen? Ich hab's dir nie geschickt? Bitte auch nicht. Es wird Zeit, dass ich sie mal schicke. Ich will's nicht. Ich kann's dir schicken, ob du es anschaust, ist deine Entscheidung. Nee, ich will's nicht. Dann kann ich nicht schlafen. Das Mosaik. Next Joker Arc, please. Ja, hast du wirklich nie dieses Next von mir gesehen? Das, wo ich am Anfang so meinen Computer anschaue und sowas. Ich weiß es nicht. Das ist eine persönliche Computereinheit. Ich erinnere mich da an was, aber ich will mich echt nicht mehr dran erinnern.
Nee, das hieß irgendwie sowas mit Luxury. Nee, wie es einfach Metro Man ist. Der war einfach Metro Man, ja. Also, ohne Grund. Wer ist euer Fan? Metro Man. Oh Jan, echt jetzt. Ich find's was halt echt weder lustig noch sonst irgendwas. Did you see it? On the left side of the doorframe, barely visible on camera, a white translucent mystery suit slowly pops up the frame. Bro, dieses Video killt mich jedes Mal, Alter. Und so jemand sagt mir aber, dass Fleabag scheiße und unlustig ist. Das hab ich nicht gesagt. Ja, aber das... Okay, Bro, was mach ich jetzt mit diesem fucking Clip, Lass es einfach online. Okay, ich lass ihn online, let's go. Dann wissen alle, was ich für ein Zuhausehocker ich bin. Das hab ich auch versucht zu verstecken, Mann. Okay, aber das hier war Comedic Genius. Ich schau's nur weiter. In der Matrix. Er ist wirklich Comedic Genius. 2019 von Morgan Lyons auf Facebook gepostet. Also Lyons? Endlich stolperte sie über diese Menge scheinbar erstarrter Menschen. Das ist definitiv seltsam genug. Aber noch wie viel Geld braucht man, um solche Leute alle zu bezahlen? Niemand dort war. Nun ist dies sicherlich mysteriös, aber oh, scheiße, ich weiß nicht, wie heute Nacht schlafen kann. Erklärung geben. Einigen Kommentaren zufolge handelt es sich bei wie der aufgenommen? Um eine Klasse aus Dr. Joey Dispensers Meditationsretreat, in der die Teilnehmer völlig stillstehen, um völlig in die Erfahrung einzutauchen. Das ist schon lustig, oder? Stehen dem jedoch Logik so, what the fuck ist ja, Mann? What the fuck? Warum sie in solch unbequemen Positionen erstarren würden? Ja. Yeah. Nee, das ist skriptet. Ja, natürlich. Zueinander was? Stehen. Darüber hin aus, erklären die Zuschauer, das ist echt dass sie nicht confirmed. Quespe hat's confirmed. Ein wenig zu bewegen. Okay. Ja, juckt. Leute also wow, wie lange an diesem Video hängen bleibst. Kam es letzte Woche zu apokalyptischen Zuständen, nachdem einige Bewohner so, Alter, so Road Rager. Kommt einfach fucking Siren Head um die Ecke. Das Video zeigt mehrere Personen auf der Autobahn, die aus ihren Autos stiegen und am Straßenrand standen, um das unbekannte Flugobjekt am Himmel zu fotografieren. Crazy. Eben seine Stimme macht mich mega aggressiv aus irgendeinem Grund. Was, dass er so Hall auf seiner Stimme hat, ne? Aus der Audacity ein paar Mal Hall draufhauen. Andere Personen sind sich sicher, dass es ein UFO ist. Andere Personen, ich liebe es, wie so seine Credits sind so, andere Personen haben gesagt. Kennt ihr dieses Video hier? Ja, jetzt hast du mir geschickt. So, Fapping? I don't know. Das ist der Witz daran. Du hast es nie verstanden? Nee. Du fandest es auch damals, als ich es dir geschickt habe, nicht lustig? Nee. Kann ich so tun, als ob du es lustig fandest? Nee. Das ist funny. Come on. Das ist funny. Das ist right here. Ja, ich verstehe schon, aber lustig finde ich es jetzt nicht unbedingt. Okay, wait. You know what I'm saying? Come on. Das muss irgendwas aus dich rauskriegen. Was soll daran witzig sein? I don't know. Es ist inherently lustig für mich. Ich weiß nicht, ist das hier... Ist das so ein GTA 5 Screenshot? Banger. Einfach nur ein Banger. Danke, Kofferino. Glaubst du, dass es nur ein Luftschiff war? Der Typ, der holt sich gleich einen runter zu diesem Thema. Glaubt ihr, dass es wirklich ein nackter Mann, der in diesem Alleyway seinen Penis in einer Helikopterbewegung gerührt hat? Schreibt es mir in die Kommentare. Okay. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist ein Clip wert. What the fuck, Mann? What the fuck? Der Uploader dieses Videos. Da
das ist mehr spooky als irgendein Video hier. Ja. Unter das Video. Meine Frau und ich hören gelegentlich Schritte, obwohl außer uns niemand da ist. Und ich liebe es so. Meine Frau und ich hören Schritte. So, es ist so. Irgendwie, meistens, wenn ich nach Hause komme, höre ich im Schrank, als wäre da ein anderer Mann, das hört sich so an, als würde er sich umziehen und so komische Geräusche. Der Schaukelstuhl ganz von alleine. Ich habe am Wochenende. Oh mein Gott, der Schaukelstuhl. Ich liebe so Schaukelstühle, die sich von alleine bewegen. Das ist für mich eines der schönsten Dinge. Eine Motion Capturing Kamera aufgestellt und was dann passierte, Alter? Lucy, please. Ich habe am Wochenende eine Motion Capturing Kamera aufgestellt und was dann passierte, traumatisierte meine Frau zutiefst. Ich liebe es, wie er sich so eine 1000, 2000 Euro Motion Capture. Es gibt keine Motion Capturing Kamera, das sind Sensoren. Alright, let's go. Also, er meinte wahrscheinlich einen Bewegungssensor, oder? Nee, es war so ein Skelett, es war ein animiertes Skelett. Das wir schauen es gleich an, alles Kleber. Das haben After Effects gemacht, oder? Ja, 100 Pro, ja. Maya. Ja, wir gucken das gleich an. Ich will noch wissen, was sie da für eine geile Animation reinballern. Oh, jetzt bewegt sich gleich der Stuhl. Emotion Cap. Oh. Nation Jumpscare kommt, billig. Das wäre so funny, wenn jetzt ein Gesicht aufpoppt. Vor ihm. So eine super gebildete. Okay, er bewegt sich der Stuhl. Oh mein, es ist nicht. Was denn? Man hat nicht mal auf dem Bild. Hier hätte jemand sein können. Es ist nicht mal auf dem Bild. Von dem, was ich hier sehe, scheint das Haus Anzeichen eines Poltergeistes zu zeigen. Oh mein Gott, der Typ ist so geil. Wie er einfach so einen auf diese. Erinnerst du dich an diese alte Frau von Insidious? Er macht einfach einen auf Eloise. Ja. Das ist so fucking gut. Er macht wirklich einen auf Eloise. Das hier gerade so. Gib dich mal Credit an Eloise. Er zoomt ran und dann. Okay, das ist es bewegt sich! Das ist nicht mal gut. Der Wind oder steckt ein Geist oder Dämon dahinter? Lass mal das angucken. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Geist. Oh mein Gott. Nein, ich kenne das nicht. Ich kenn's nicht, Mann. Let's go. Das ist das älteste Video der Welt, Alter. Kennst du das echt nicht? Ja, als ob du das nicht kennst. Das ist das älteste Video der Welt, Mann. Das hatte ich so früher auf meinem Nokia-Handy drauf. Das war richtig nostalgisch für mich. Eines Fußballspiels fliegt ein Orb in der Luft inmitten des Stadions und vor allen Kameras. No! Es wächst Orb in der Luft inmitten des Stadions und fucking Gott, Alter. Vor allen Kameras. Es wechselt das ab und ich pack das nicht. Ich pack das nicht, Mann. Es war zu klein. Ich liebe diesen Typen. Und ich kann gar nichts in After Effects. Flugtechnik zu sein. Und es war Flugtechnik könnte eine Art. Ich liebe es, wie er es macht. Er ist wirklich ein. Er hat es perfektioniert. Aber wie das Video einfach heißt: 5 unerklärliche Videos, die du nicht erklären kannst. Ich höre nur so After Effects. Das Man is a Comedy. Ich finde wirklich, er ist genial. Um ein Insekt zu sein. Die meisten Leute, die das Video sahen, waren nicht in der Lage zu sagen, was es war. Doch einige Menschen behaupten nun, schon, es sei ein Orb, also ein Geisterfleck. Könnte einfach der Orb gewesen sein. Das ist einfach eine geklaute Stock-Footage mit Multiply. Ich denke, man kann sagen, dass es definitiv etwas Paranormales ist. Nachdem du das Video selbst gesehen hast, ist definitiv was Paranormales. Ich finde, es könnte eventuell etwas Paranormalies sein. In die Kommentare. Paranormales. Lass mal kurz in die Kommentare schreiben, was wir glauben, was das ist. Hallo, Freunde. Das ist der Was schreiben wir in die Kommentare? Also lass mich als Quest beantworten. Spann dich mal. Es ist Selena Gomez, wie sie das Disney-Logo malt in der Werbepause. Werbung vor den Videos ist so nervig. Dream. Wieso Dream? Da ist ein Mann, der sich wie eine Kreatur oder ein Monster verhält. Dieser Mann läuft einfach auf allen Vieren. True. Bro, er ist so woke, Alter. So woke. Er heißt Dream, oder? Es ist einfach. Der Typ war Dream, bevor Dream groß war. Kennst du Dream? Nee. Du musst. Nee, oh shit. Du musst nur Dream eingeben. Fuck!
muss nur Dream eingeben. Was kommt? Dream, Twitter. Das hier ist so einer der größten Typen überhaupt. Wie viele Follower hat er auf Twitter? Das ist Mio. Oh mein Gott, sind das viele. Ich bin hier mal auf YouTube. Dream auf YouTube? Was macht der für Minecraft Speedruns? Aber das, also Speedruns in der Minecraft. Der hat eine Stan-Kultur, vergleichbar mit BTS. Die Stans von ihm sind auf dem Level von, wir werden deine Adresse finden und Hate, wir werden so Rauchbomben auf dein Haus werfen. Von wann ist das? 2020? Okay, krass. Oh, ich bin voll müde. Nein, wir machen noch ein bisschen, dann hören wir auf. Ich bin aber jetzt müde. Okay. Okay, ja, wir machen so einen kleinen Fun-Stream, so lustig, wie du so auf dem Bett schlafen und ich mache den Stream weiter. Geht es? Ja. Yeah. Echt jetzt? See ya. Aber mit drei einfachen Klicks kannst du die Werbung schnell loswerden. Prost. Alter. Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, zu denken, dass das Übernatürliche nicht existiert. Aber die Wahrheit ist, dass es Kräfte jenseits von uns gibt, die in der Lage sind, jederzeit die unvorstellbarsten Gräueltaten zu begehen. Sind sieben gruselige Videos, die 99%. Es gibt Legenden des Internets. Wer sind Legenden des Internets? Dream. PewDiePie bis zu einem Brücken-Incident. Das war auch eine Legende, seien wir fair. Gronkh und Dream, der hier. Das gruseligste Video im Internet. Nicht aushalten. Oh mein Gott, das ist so fuck. Ich liebe so, wenn Leute Snapchat-Filter haben und sie im Nichts so was erkennen. Siehst du das hier? Geil, oder? Es kommt auf einen zu. Aber sie ist straight up weggegangen. Sie ist nicht mehr in diesem Raum. Jetzt rede ich actually mit mir selbst. Ey, 2 Viewer, das ist mehr als mein Durchschnitt. Mein Durchschnitt ist so 1,23 Viewer. Der verschollene Patient. Ich glaube, ich könnte das hier suchten. Ich habe so meinen neuen Lieblings-Content auf YouTube gefunden. 10 Videos, die dich zum Pissen und Scheißen bringen. Das Gerüchte gibt, dass ein ehemaliger Patient und kommen. Wenn jemand genug Geld geben würde, um ein eigenes Unternehmen ohne jegliche Bedingungen zu gründen, was für ein Unternehmen würdest du gerne gründen und warum? Wow. Okay. Das ist eine crazy Frage. Aus dem Nichts. Ich würde was mit Kunst machen. Ich bin Künstler. Wenn du so meinen Twitch-Kanal anschaust, also viele von meinen Streams sind einfach so Art-Streams. Ich zeichne. Ich bin so ein kleiner Zeichenkack hier. Studieren. Alles Drawing. Vielleicht Comics. Wenn ich wirklich so alles machen könnte, was ich will. Wahrscheinlich auch Art. Mich kreativ ausleben. Ja. Yeah. Hast du größere Pläne? Eine eigene Firma zu gründen, ist so viel Arbeit. Professional Twitter Ratio Corporation. Ich würde einen Twitter-Account aufmachen, Mann. Wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich endlich so die schlechtesten Tweets der Welt raushauen und sie auf Twitter als Werbung verkaufen, sodass sie jeder sieht. Das ist mein so Main-Ding. Zurückgekehrt sei und jetzt dort lebt. Das Gruselige dabei ist, dass er ihn möglicherweise indirekt auf Kamera eingefangen hat. Während er die Haupthalle erkundet, ist ein humanoider Schatten gegenüber der nahegelegenen Tür zu sehen. Das ist wild, das ist unerklärlich. Sollen wir so eine zweite Cam machen? Ja, ich mache eine. Ich setze mich ein bisschen weiter hier rüber. Okay. Check this out. Straight here. Fuck. Dude, immer mit meinen Sachen hier. Dieser Schatten verschwindet jedoch, als er sich ihm nähert. Ich würde gerne mal so ein Haunted House machen. Wie ist es bei dir? Ja. Yeah. Hey, sie hat ja gesagt. Ja. Very cool, very cool. Von einem Schlüsselloch aus zu beobachten. Ah, sie ist einfach unter die Bettdecke gegangen. Okay.
sie hat immer gesagt, so sie, oh mein Gott, können wir bitte den Stream machen? Ich würde so gerne mal on Stream sein. So ich, alles, was ich will, ist wieder mit dir on Stream sein. Please. So, es würde mich so glücklich machen. Und jetzt verkriecht sie sich. Natürlich auch so ein paar Kameras in meinem Haus aufstellen und dann so als Stream. So die Idee während dem Stream ist einfach, dass ich, so wie Paranormal Activity, dass sich so manche Sachen bewegen. Und ich liebe bei meiner Mom. So meine Mom muss dann so, Mom, kannst du bitte so das Kissen mal so durch die Gegend werfen? Oh, das wäre so cool, please. Fuck, man. Wo ist meine Quest-Playlist? Macht der Stream auch in Lost Places? Ach so, Lost Places, so sowas. Ich habe einen grauenvollen Internetvertrag, aber auf jeden Fall. Lass die Arme doch in Ruhe. Ja, sie hat keinen Bock auf den Scheiß, aber you know, es ist mein Job, dass der Scheiß weitergeht. Ja, ich rede über dich, ja. Du bist nicht die Arme. Du bist einfach Teil vom Club jetzt. Ja. Yeah. Würdest du es von dir selbst sagen? Dass du die Arme bist? Nein? Okay. Okay, yo. Alles clever, danke, dass du heute da warst. Ich suche gerade eigentlich nur meinen Abschlusssong, aber er ist nicht da. Hier, hey, let's go. Okay. Twitch-Chat. Danke, dass du da warst. Das war hella fire. Meine Freundin hat einfach gar keinen Bock mehr auf den Scheiß und ich nerv sie schon die ganze Zeit. Also war jetzt Schluss. Und ich habe eh alles dreckig gemacht und muss noch cleanen. Also, ciao Leute. Danke fürs Dasein. Das hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich euch zeigen konnte, was der einzig richtige Horrorgeschmack ist und dass sie euch zeigen konnte, was nicht ganz der richtige Geschmack ist. Aber hey, wenn ihr dachtet, dass Midsommar auch der beste... warte. Hereditary ist der beste Horrorfilm. Hereditary ist der beste Horrorfilm! Sie hat ja gesagt, okay. Gut, also see ya, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Stream, wenn ich wieder wahrscheinlich Titties zeichne. Bis dann, ciao. See ya. Erebi im Chat.